zur Wahrung, ne? Nee, ist klar, logisch. So, wir warten mal auf Signal, ne? Kennst du ja. Zack, geht gleich los. 11 warten, 2 Daumen rauf. Na, wenn das die kleinen Hitler-Jungs wieder alle mitkriegen, gibt's ihr gleich wieder Gebäsche. Da sind wir schon, ne? Yo, Farbe stimmt, passt. Time. Time. Time for coming, time for going. Yippee-yay. Saw my little sister growing. Saw my mother dying. Daddy passed away. Time. It's like the wind blowing life like leaves. And everybody's running up that hill, and I'm just sure to fight it with the men. Save your picture of a child inside a 2-million-pixel high-resolution 3D superior quality special of a low price unique frame gray old new. Time. What I call time, what I name time. Black and white picture of a child inside a 2-million-pixel high-resolution 3D superior quality special of a low price unique frame gray of moon. Would I call time? Would I need time? Time. Time for coming, time for going. Saw my little sister growing. Yo, 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 yo. Saw my mother dying. Daddy passed away. Time is like the wind blowing life like leaves. And everybody's running up the hill. A donkey should have fought it with a man. Save your picture of a child inside a 2-million-pixel high-resolution 3D superior quality special of a low price unique frame gray old new. What I call time, what I name time. Black and white picture of a child inside a 2-million-pixel high-resolution 3D superior quality special of a low price unique frame gray old moon. So, da haben wir schon mal die gute Nachricht durch. So, die ersten 2 Delinquenten habe ich direkt mal weggenietet. Und ja, der Ed von Schleck, der muss leider auch gehen. Entschuldigung. Leg dir mal einen ordentlichen Namen zu. Dann passt die Nummer, ne? Ich weiß nicht, wer du bist, aber wie gesagt, die alle, die sich so wie Eissorten nennen, da kommt in der Regel nichts Gutes. Warum, ne? Das weiß ich aus meiner Erfahrung. Moin, Stefan. Na, sieh ja, alles fit. Klar, Logo, alles tut dir. Rabbi, Schlomo, Silberstein. Tschüssi, geh mal hier den abgebrochenen Riesenärgern hier. Bei mir bist du falsch, ne? So ist das, ne? So, ich habe heute wieder erstmal direkt zum Frühstück hier einen pädophilen Ring gesprengt, ne? Das war mal wieder angesagt. Fand ich total klasse, ne? Mittags habe ich noch einen Schwergewichtsboxkampf gehabt, ne? Vorher war ich noch kurz beim Arzt. Ich muss ja auch checken, ob ich noch die Birne irgendwie in den Ring halten kann. Alles. Molto sagt da, ich habe Tabletten. Ey, super, ne? Die nächsten Wochen sind gerettet. So, das war schon die gute Nachricht. Link ist raus. Jo, dann haben wir, warte mal, Niedersachsen-Sumpf, Hagengrell, Video habe ich empfohlen. Das ist jetzt wichtig, guckt euch das bitte an. So, Dennis, der kleine Nazi-Junge, der verseucht gerade hier irgendeinen Kultursender, der heißt, warte, ich habe da auch einen Screenshot gemacht, Orwellsche Wolke oder sowas, warte mal. Orwell Stream, der Orwell Stream. Da ist, wer ihn gerade jetzt suchen sollte, der kleine Hitlerjunge ist beim Orwell aufgetaucht, schlagen. Ganz kurz, ich kann das mal einblenden, sieht dann so aus, falls ihr den suchen solltet, diesen Stream, der, ja, das Opfer sieht so aus und die Täter sitzen unten rechts klein im Bild. Geht natürlich wieder mal um Geopolitik, um Weltpolitik. Es geht um flache Erde, runde Erde, eckige Erde. Es geht um alle möglichen Geschichten. Ja, mit dem kleinen Hitlerjungen,
Dennis aus Berlin und all sein Nazi-Freund, die hat er direkt in den Chat mitgebracht. Ich mache da auf jeden Fall nochmal ein kleines neues Video zu, weil ich finde das immer total schön und spannend, wenn diese Nazi-Brut im Namen der Demokratie und für die Rechte aller Menschen das Internet erobern, gehen, tun, tut das. Ne? Finde ich gut. Ich meine, bringt ja auch ein bisschen Schwung in die Bude. Ne? Guten Abend, Bernhard. So, wir haben kein Thema außer, keine Ahnung, Gesundheitszustand, welche Tabletten nimmst du? Kannst dich melden. Ich setze mich aber auch gerne hier alleine hin. Ist mir Wumpe, kennst ja. Ne? So, ich schicke dir mal einen Link, falls du Bock hast. Deine Reputation komplett zu versauen, bist du bei mir genau richtig. Ich habe heute wenig Zeit. Mein Bier habe ich noch niemals aufmachen können. Mensch, bin ich eine arme Sau. So, da haben wir das. Ganz gemütlich, ne? Es gibt eigentlich so viel News, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Aber ich glaube, ich fange mal mit der Dose Bier an. Das ist, glaube ich, schon mal der beste Plan hier. Schon mal die Kehle ölen, ne? Stößchen. Ich staune ja, wo diese Nazi-Wunder, deutsche, demokratische Wunderkinder alle rumrennen. Ich hatte gestern eine kurze Vorlesestunde, die muss ich auch noch kurz erwähnen. Und zwar hatte ich ja, warte mal, ich muss mal hier kurz upgraden. So, ist alles oben. Legenden, Lügen, Vorurteile. Ich hatte ja so ein bisschen aus dem Dritten Reich geplaudert und dass da ja nicht alles so super gelaufen ist, nahm Bernhard, wie wir gedacht haben. Daraufhin hat es dann beim verdreckten Kardinal, ja, das internationale rechtsradikale Gremium hat getagt mit Vorlesestunde von Gottfried Feder aus Adolf Hitler, Mein Kampf, muss super gewesen sein. Allerdings, ich habe gepennt, ich habe mir den Schrott dann anschließend nur runtergeladen für meine Sammlung. Ne? So, Bernhard, was gibt Neues? Eine Front. Guten Abend. Österreich wählt, nee, Quatsch, Hannover wählt. Wir wählen erst am Sonntag. Ja, Hannover wählt, ich glaube, die sind jetzt irgendwie gerade dran oder so ein Quatsch. Und Hagen Grill hat ein Video gemacht mit so einer Tante aus Hannover und Wilhelmshaven ist pleite bei uns. Eieiei, das gibt Ärger. Oh je. Ja, das ist so eine Kleinstadt. Wilhelmshaven liegt da oben bei uns relativ weit am Meer. Und da haben viele Hartz-IVer, so, man spricht so von 40%, ihre Stütze nicht bekommen. Und jede Menge Vermieter haben die Miete nicht überwiesen bekommen. Daraufhin hatten die dann wohl beim Leistungsjobcenter der Hartz-IV-Abteilung angerufen und gesagt, was ist hier los, warum ist die Knatter nicht da? Und da haben die gesagt, Bolognese, Blankenese, wir kümmern uns drum. Ja, jetzt haben Leute gerade nichts zu beißen und... Aber das ist schon eine Frechheit, oder? Ja, ja, aber das ist halt so, ne? Weil ich finde, das finde ich immer so ungerecht, dass die vom Staatseiten her, wenn du selbst einen Fehler machst, dann kommt sogar die gestiefelte Truppe und tritt dir die Bude ein und wenn du dann nicht parat bist, nehmen sie sogar mit. Wenn der Staat ein Problem macht, dann der kannst du nicht mehr wirklich Zinsen verlangen, weil normalerweise, wenn der Staat Verspätung austritt, also was er zahlen müsste, kannst du ihn ja theoretisch verklagen auf das, was in den Zug, also den Schaden, was du dadurch entsteht, weil ja Mahngebühren etc. entstehen, aber nicht einmal das. Also das ist das, was mich so ankotzt, diese Ungerechtigkeit. Da flippe ich teilweise richtig aus der Haut, auch wenn es mich Gott sei Dank nicht wirklich selbst betrifft, aber wenn ich das immer irgendwo her, Wahnsinn. Also, jetzt schicke ich erstmal den Werner Beinert mal einen Link, falls er Lust hat, und den Mozart, falls er schon wach ist. So. Das machen wir jetzt so abends mal immer so zwischendrin, wenn wir gerade keine Themen haben, dann können wir mal stimmen. Ich muss morgen wieder relativ früh hoch und aus dem Haus, deswegen muss ich mich heute ein bisschen sputen. Ne? Ja, die große Preisfrage ist natürlich, wie geht die Nummer weiter, wenn da also tatsächlich was dran ist. Wird das ja ein paar Tage dauern, bis Geld aus Berlin da ist, ne? Ja, und was dann die Leute bis dahin, die haben vielleicht bei Kindern oder so zu Gang was betroffen. Man, das ist ja auch unverantwortlich. Ja, warte mal, Martens Armist, ja, Ed von Schleck, ich kann dich nur nicht einsortieren, Ed von Schleck, Martens Armist, keine Ahnung. Ich könnte mal deinen Kanal gucken. Wo. Der Ed von Schleck ist der Truth-Invader. Ach so, das ist alles derselbe. Du bist doch als Truth in. Nee, bist ja nicht. Ach, sorry, Alter. Ja. Du hast da immer noch den gesperrt, glaube ich. Ja, warte mal, dann mache ich den Ed von Schleck wieder frei. Ja, muss mir auch vorher was sagen, Mensch. Normal baller ich die alle weg, die ich nicht kenne. Guckst du. Ed von Schleck, ich denke, was ist denn das für ein Idiot? Ja, bist wieder frei mit deinem Ed von Schleck. Und diesen Truth Invader, den müsstest du mal reinkommen und dann schickst du mir den Link und dann passt die Nummer. So, Danny Popovic ist auch da. Mal gucken, was bei denen Neues gibt. Danny Boy. Aber jetzt nur, was hast du erzählt? Der Gottfried hat gestern Mein Kampf gelesen, oder was?
Ja, so irgendwie, die haben ja aus dem Dritten Reich geplaudert. Wieder die komplette, deine ehemalige Freundesliste dabei. Da waren Prominente, warte mal, ich hab noch Screens gemacht heute Morgen. Ich habe erst gedacht, Alter, ich sehe ihn richtig. Was ich übrigens empfehlen muss, jetzt mal ohne Scheiß, der Enrique aus dem Osten, Enrique hat einen Anwalt am Telefon gehabt, und zwar die Verteidigerin, die aktuelle von der Ursula Haferbeck. Und ja, bei viel kam dann aber auch noch ein bisschen was rum zum Thema, wie schütze ich mich vor Abhören? Ach, was macht die Polizei alles so für unseriöse Sachen und solche Geschichten? Könnt ihr mal reinhören. Der Kanal heißt Die Wahrheit. Denkt euch einfach die ganzen Ös weg und dann der Rest geht eigentlich. Ne? So, gestern beim verdreckten Kanal ist gewesen, ja, der verdreckte Kanal, die Gasmasken-Uschi, der Tomislav Nummer 7 mit einem Lachenfall. Seven war da, Raven war da, den Kunst haben sie erst verdreschen, dann haben sie ihn rausgeschmissen. Der Hans Klotz war wieder da, Wurstfresse, TTA und Askerson. Ne? Also das Feinste vom Fein und später noch Gottfried Feder als Lesevater der arischen Rasse. Denn es war wichtig. Ja, Paulini hat auch irgendwas gesagt heute. Ich war ja auch kurz bei Enten, da habe ich zugehört, glaube ich, da hat es erzählt, dass Gottfried Feder nicht nur von Mein Kampf vorgelesen hat, sondern auch eine Rede von Hitler vorgelesen. Ja, der muss so begeistert sein. Wie gesagt, ich freue mich ja auf das Stell dich ein mit Gottfried Feder, dass wir... Aber ist das nicht verboten eigentlich? Nö, die Rede kannst du ja ruhig schwingen. Du darfst halt nur den Holoklaus nicht leugnen. Also dürfen wir so Dritte Reichssachen schon machen, bis auf den Holoklaus, oder was? Ja, du darfst halt diese damit verbundenen Verbrechen nicht leugnen. Warte mal, hier den Bekloppten, den laden, den Trusinweder laden wir jetzt auch mal ein. Ach, jetzt muss ich wieder About dran basteln. Wenn hier gerade nichts los ist, ne, das ist ja egal, dann kann der Trusinweder hier auch ruhig mitschwurbeln, da habe ich ja kein Problem. Im Abend haben und du kommst hier mit deinen geisteskranken Vorstellungen, ne, dann, Alter, gibt es hier Schleudersitz, das sage ich dir jetzt schon. Ja, ganz kurz, war ja drüben beim Befleckten, wie es da Schluss war. Ich habe mir noch gebeten, dass er meinen Schüttel wegnimmt. Ja. Oh, hat er gesagt, das macht er nicht. Na gut, aber dann bin ich ins Bett gegangen. Ja, Danny, den Link habe ich dir schon geschickt. Guck mal nach. Müsste eigentlich da sein. Tom Leon oder mit dem Account hier. Ja, Leon hat mir schon berichtet, er war noch relativ lange zu Gange. Leon hat heute noch einen Folgeschaden. Der war so begeistert, den musste ich heute Morgen erstmal aufbauen. So, warte, da kommt der Leon. Da ist er schon. Also ich brauche ja diese rechten Strömungen, die hier momentan so in alle Kanäle reinsickern. Das ist schon echt ein Erlebnis, ne? So, da haben wir den Salat. Tschakka, tschakka, tschakka. Der Leon hat auch den Link. Ja, Tom fragt noch, hey, bist du ja da? Ja klar, 21:30, zack, wo sind sie alle weg, ne? Naja, so ist es halt. Er ist auf der Couch eingeschlafen, kann passieren, oder? Ach, ist egal. Ich puppe ein bisschen in der Nase. Das funktioniert bei Dennis ja auch immer. Ne? Nein, alles gut. Werner, ich habe dir einen Link geschickt per einmal. Mozart kommt da ja auch. Der zieht sich nur noch ein paar Schuhe an. Heili, heilo, hallöchen. Wir hatten ja ich habe ja so viele Informationen von hinten rum von denen, aber ist ja scheißegal. Komm. Ja, schaut, dass du da nicht drüber reden darfst, weil es halt ein Geheimnis war. Aber das war einmal, das ist das, einmal die Transparenz, einmal die Ehrlichkeit, das Aufdeckerei, dass eigentlich einmal Ruhe war. Aber durch das, dass immer alles so geheim bleibt und man nicht aus moralischen Gründen nicht viel sagen darf, weil man das ja nicht im Vertrauen gesagt kriegt, das ist dann ein richtiger Schatz, weil die halbe die Community, die eventuell damit aufwachen könnte, erfährt davon nichts und dann deswegen geht das Spiel weiter. Und das, was nun das größere Problem ist, was ich sehe, es geht nicht nur das Spiel weiter, sondern auch der Misstrauen gegenüber jedem. Gegenüber jedem, ja. Und das ist eigentlich viel das Schlimmere, weil im Endeffekt dadurch, vielleicht ist das auch ein Ziel, das wäre möglich, aber dadurch ja gar nichts mehr Konstruktives entstehen kann. Ja, sag mal, ich habe ja, warte, dieser Mike Kodiak, der hatte ja einen Kommentar unter meinem Video geschrieben, also auch einen relativ langen Vortrag, und da ging es wieder um meinen Standpunkt gegenüber jedem Album, der Hangout-Szene und so weiter. Und also mein Statement steht ja eigentlich bombenfest. Also wie gesagt, ich bin gegen präventive Gewalt, also du kannst ja, egal worum es geht, du kannst ja nichts erprügeln. So, das lehne ich ab.
Und damit verbietet sich im Prinzip ja auch eine politische Diskussion, die du überhaupt mit einem Gewaltargument verbindest. Gewalt ist, finde ich, wie gesagt, schon alleine dieser Kontext, Gottfried Feder, Drittes Reich, Ideologie und was da die Folge war. Das ist Gewalt pur gewesen. Das ist menschenverachtend Gewalt pur. So, habe ich echt eine Allergie, komme ich nie drauf klar. Dann gibt es ja hier die Methodik rumbrüllen, saufen, schreien, toben, verarschen, lügen, Geschichten erzählen, Unwahrheit verbreiten, ist auch alles irgendwie nicht meins. Ich trinke auch gerne mal ein Bier, aber ich habe ja gesagt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die Leute mir eines Tages nicht mehr glauben oder sagen, Moment, der hat uns hier gerade verarscht, 4 Stunden, das wirst du bei mir niemals erleben, niemals. Dafür ist mir, also lieber Arschloch vom Dienst sein, aber ein ehrliches, statt hier so ein Unterhaltungslügner, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und Gewalt ist eben scheiße, ist egal gegen wen es geht. Ich habe die AfD immer verteidigt, weil ich gesagt habe, kann nicht sein, dass die Leute Spießrutenlauf machen, wenn sie da zu einer Sitzung wollen, weil bei der SPD machen sie das ja auch nicht, ne? Dass du erst Dresche kriegst, bevor du in den Saal darfst, ne? Na gut, das könnte demnächst passieren. Na, auch Scherz beiseite. Ja, na, vollkommen richtig. Also ich bin auch gegen Gewalt. Gewalt ist immer scheiße. Ja, ich weiß ja nicht, warum, dass man ständig mit Gewalt agieren muss. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiße. Ich meine, du bist ja, ob jetzt drin oder draußen bist in diesem Club, ist ja scheißegal. Aber diese verbale Gewalt, die da unterschwellig bei diesen Leuten mitschwingt, die ist ja nicht zu überhören. Ich meine, das bilde ich mir ja hier nicht ein. Ne? Also der Truppe jetzt, du meinst das? Ich weiß, ja, aber vielleicht habe ich dabei, da habe ich nie wirklich so ein Gehör drauf gelegt, ob das jetzt so Ding ist, da ich habe gewisse Ansichten, ob das ist bei überall zu finden, nicht immer irgendwie einverstanden bin oder das nicht meins ist. Ja, das habe ich immer gut getan. Ja, das Schlimme ist ja diese Methodik, die dahinter steckt. Also du kommst jetzt hin und sagst, ja, oh, du bist ja in Ordnung, lass mal ein Bier trinken und wir feiern und machen ein bisschen Spaß und so und fertig. So. Und dann komme ich mit dieser Nummer, Mensch, du bist doch auch Patriot. Ne? Du liebst doch dein Land auch. Na klar, sagt doch jeder, klar liebe ich mein Land. Ich nicht. Echt, du Sau. Hab ich aber schon mal gesagt, ich habe keinen Bezug, also jetzt zu meinem Österreich, aber aus anderen Gründen jetzt nicht. Die Gründe habe ich schon mal genannt, weil der Staat bei mir mitschuld ist. Also ich habe jetzt da keinen Heimat. Gut, aber der normale Typ, der liebt halt sein Land und fertig. Ne? So, und darüber kriegst du die Leute ja schon. Das heißt, gibt ja ganz wenige, die wie du dann sagen, nee, tue ich nicht. So, und du kriegst immer dieses 80%, 90%, 95% deckungsgleich mit den Interessen deiner Gesprächspartner, aber diese 5%, die anders sind, das sind diese 5%, die aber auch so für mich manchmal unsympathisch machen. Und ich habe ja auf Nazi-Perlen noch so ein paar Sachen hochgeladen, wo so ein Gottfried Feder morgens hier die Ansprache an die Nation hält und allen sagt, wir kommen an die Adressen aller Beamten in Deutschland und wir werden uns um eure Frauen und um eure Kinder kümmern, solche Geschichten. Ey, so ein Scheiß geht nicht, das kannst du nicht mal zu Soffen bringen, das hat ja selbst Asgard noch nie gebracht. Und der will schon allen Hals abschneiden. Also das geht wirklich auch zu weit. Mir wundert es, dass da noch nichts passiert ist, weil erstens einmal, dass man auf Frauen und auf die Kinder losgehen, die was eigentlich nichts dafür können. Ja, aber das ist ja die Gewalt. Das heißt, diese subtile Das ist ja Mafia-Methode. Du musst ja gar nicht sagen, was du tust. Das reicht ja schon, wenn du solche Sachen verbreitest. Und das ist für mich Gewalt. Pur, volles Punkt. Natürlich ist es Aufhetzerei. Und vor allem, was das nur ist, wie gesagt, sie sind ja schon Mafia-Methoden. So nach dem Motto, wenn du nicht parierst, wir wissen, wo deine Familie wohnt. Ganz genau. So. Und ich habe am Anfang immer gedacht, Alter, bilde ich mir das hier nur ein? Aber nein, ist wirklich so. Es ist manchmal nicht zu ertragen. Und wie gesagt, ich bin ja in der Mike DeCodia sagt, ja, wo bist du denn bei den Leuten deckungsgleich? Also auch mit den rechten, linken. Das haben wir 1000-mal durchgekarrt. Ich will nicht, dass hier endlos Flüchtlinge reinkommen. Ich will, dass die da sind, wieder nach Hause gehen. Ich will, dass bei denen zu Hause Frieden ist. Und ich will, dass wir alle in Frieden zusammenleben können. Ende. Das war es auch schon. Und wenn ich jetzt rechtsradikal bin, dann ist es halt so. Aber ich bin eben dann rechtsradikal, aber nicht gewaltbereit. Ja, aber da warst du nicht radikal, weil radikal bedeutet im Endeffekt ja auch gewaltbereit, oder? Wenn man es jetzt einmal der Definition hernimmt. Die Definition ist folgende. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier mit 20 Skinhead so im Flüchtlingslager wild um mich rumprügel und den Leuten Angst macht, das ist doofe Gewalt. Wenn es hier eines Tages ein Gerichtsurteil gibt, wo eben drin steht, von 3 Millionen müssen 2 Millionen nach Hause, ist ja logisch. Die werden sich hier an der Eisenbahn, Schienen anketten, an der Heizung festklammern, brüllen, schreien, treten, hauen und die wollen hier nicht weg. Und da wird Gewalt auch
mitten ja, ins Spiel kommen, obwohl die werden halt nicht freiwillig gehen. Ne? Ja gut, aber die Gewalt kommt ja dann trotzdem unter Anführungszeichen, sagen wir es einmal so, von autorisierten Personen, also in dem Fall die Polizei, genau, oder Militär, aber nicht jetzt von irgendwelchen Zivilpersonen, die dann irgendwie die Knüppel wieder auspacken. Genau, also ich kann ja auch Gewalt anwenden, aber doch nur in dem Moment, wenn es auch erforderlich ist und nicht als Stilmittel. Also selbst eine verbale Gewalt lehne ich ab, weil das einfach total bescheuert ist. Ich finde, selbst die Leute bedrohen oder ausrasten, finde ich schon extrem. Ja, bedrohen und erpressen und solche Sachen ist, wie gesagt, das geht bei mir sowieso. Also das ist sowieso ein bisschen rot. Ja, aber pass auf, der Marc Dekodiak sagt nämlich nicht rechts. Aber noch einmal, das Problem ist, wenn wir über diese Art Probleme sprechen, haben wir mit fast jeder politischen Richtung 60%, 70%, 80%, 90% deckungsgleich. Und diese Nationalisten gehen aber hin und fordern dir im Prinzip Kadavergehorsam ab. Ne? Die drehen den Spieß um und sagen, nee, du bist ja gar kein Nationalist, denn du hast dich ja nicht richtig entschieden. Denn du lässt dir das ja gefallen. Du bist ja ein schlechter Deutscher. Du lässt dir das ja gefallen. Bei uns machen die das nicht. Wir wehren uns, du nicht. Und damit drehen die ja die Ideologie um. Das heißt, du rutscht automatisch mit in dieses braune Fahrwasser, weil die sind ja auch deiner Meinung, was die deckungsgleichen Sachen betrifft. Und das bisschen, was die anders sind, ist ja nicht so schlimm. Und so fängt ja im Prinzip immer diese Hirnwascherei an. Ne? Aber ist egal, ist ja mein Kampf. Moin Danny, was gibt Neues? Ja, hi Knacki, hi Bernhard. Ja, vieles Neues gibt es nicht. Ich habe ein paar Sachen heute erledigt. Also ich habe Urlaub jetzt für 2 Wochen. Habe heute ein paar Sachen erledigt, ein paar Sachen, die wichtig waren, ein paar Sachen, die nicht so wichtig waren. Und ja, bei den Sachen, die wichtig waren, die ich erledigt habe, ist immer so die Sache, da muss man erstmal warten, bis was zurückkommt, so ungefähr. Und Warterei, egal jetzt was es ist, aber Warterei ist immer so schrecklich. Man fühlt sich immer so hilflos, man hofft und so. Ich hasse diese Warterei, ne? Also ich wünschte so, es wäre alles heutzutage so dermaßen online. Aber kann es auch passieren, dass du jetzt, sagen wir mal, 6 Monate gar nichts zu tun hast? Nein. Okay. Nein, ich habe ja einen festen Job. Nur es geht um einige Sachen so. Man will sich vielleicht ja auch vielleicht beruflich verändern. Und auch wenn man weiß, man hat extrem, wirklich extrem gute Chancen und so weiter, aber trotzdem dauert das ein paar Tage, bis da mal eine Rückmeldung kommt. Ne? Und ich würde mir wünschen, dass jede größere Firma irgendwie so einen Typen da hat, der den ganzen Tag da sitzt am Computer und alles direkt beantwortet und so weiter, wo ja, wir kümmern uns darum. Ich meine, es muss ja keine Zusage, keine Absage sein, aber wenigstens, dass man eine Nachricht bekommt, ist es eingegangen. Wir kümmern uns darum innerhalb von 72 Stunden, so damit man so ein bisschen Ruhe hat. Ne? Also damit man weiß, dass jemand das gerade bearbeitet. Also das würde ich mir wünschen. Was ist die nächste große Rolle? Was peilst du da an? Also, gib mal so einen Tipp. Nee. Schauspielerei mache ich ja seit einem Jahr nicht mehr. Okay. Mein letzter Auftritt, das war im Hartz-IV-TV, das war vor 13, 14 Monaten bei den Trovatos auf Sat.1. Und da habe ich gesagt, nee, Schluss, aus, vorbei. Wenn ich so tief gesunken bin, dann mache ich nichts mehr. Nee, weil ich habe da wirklich, das habe ich ja schon mal erzählt, ich habe irgendwann die rote Linie gesehen. Und nach dieser langen Zeit, nach 15 Jahren, dann weißt du, dass du diese Linie nicht mehr überschreiten wirst. Du wirst nicht mehr in die High Society irgendwie so kommen, die Schauspielerei, du kannst davon leben oder so. Das wird nicht passieren. Aber meine Frage hier, die Trovator Junior-Dame, sieht die in Wirklichkeit wirklich so gut aus wie im Fernsehen? Ich finde, die hat ein hübsches Gesicht. Also die Trovatos an sich, da muss ich sagen, ob man die jetzt in der Glotze sieht oder live vor sich, die sehen 1:1 aus, da ist nichts verschönt. Es gibt ja bei diesen Hartz-IV-TV nicht wirklich jemand, der für die Maske zuständig ist. Also da wird nicht so rumgetupft am Gesicht und so weiter. Das machen Produktionen, die etwas mehr Geld zur Verfügung haben. Aber diese Art von TV-Serie hat sowas nicht. Die kommen dahin. Ab auf die Straße, lach mal und mach dein Ding. Okay. Das ist so, also da ist keine große Maske oder groß viel Geld hinter und so weiter. Ne? Ich meine, eine Folge ist schon scheiße teuer, das muss man sagen. Eine Folge von, also bei den Trovatos weiß ich jetzt nicht, aber eine Folge von, wie hieß die Kacke? Da habe ich auch schon zigtausendmal mitgespielt. War auch so ein Sat.1-Ding, das kam immer so um die Primetime. Holt, Richter Holt. Nee, das war ja 17 Uhr, oder wann kam das? Nee, die Primetime, da gab es
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nee. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es ist halt auch Hartz IV TV, nur halt mit einem größeren Budget. Da kostet eine Folge über 50.000. Ui. Ja, das kann man kaum, ich habe es auch nicht geglaubt, wo ich das mal gehört und gesehen habe, was die da für Abrechnungen haben. Über 50.000 kostet eine so eine scheiß Folge. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen, ne? 200 kriegt jeder Laiendarsteller plus eine Übernachtung für einen Hunderter und der Rest geht für einen Regisseur für Nutten drauf, oder was? Nee, du hast ja, es ist ja so, die Kameramänner, die Beleuchter, die Scouts, die da halt diese ganzen, die Locations machen und so weiter, die aussuchen und so weiter, das sind alles Drittfirmen, das macht der Sender selber nicht, der haut die Firma an, die Firma, die machen das alles. Die Kameramänner sind eigentlich alle selbstständig. Ich kenne persönlich, in 15 Jahren habe ich keinen Kameramann kennengelernt, der für ein Studio arbeitet. Das gibt es einfach heutzutage nicht. Das sind alles Drittfirmen, die werden angeheuert und so weiter. Oder Kameramänner, die vom Privat sind, werden angeheuert. Das kostet natürlich unglaublich viel Geld. Und eine Folge drehst du normalerweise von diesen Hartz IV TV in 3 Tagen ab. Normalerweise sind es 3 Tage und das sind 50.000 Euro insgesamt mit allen drum und dran. Vom Drehbuch her bis zur endgültigen Fertigung, im Schnitt und so weiter. 50.000 für so ein 45-Minuten-Ding. Also das kann man kaum glauben, aber es ist so. Und wo ich ja gestaunt habe, Talk im Tour mit Günther Jauch, der hat ja seine eigene Produktionsfirma, der produziert das Ding, da kostet eine Sonntagssendung 250.000 Flocken. Ja, da kann man mal sehen. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte es auch nie geglaubt, ne? Dass das so teuer ist. Hammer, ehrlich. Ja, das ist echt Hammer. Also ich musste da auch erstmal schlucken, wo ich das gehört habe. Boah. Aber es ist so. Da war auch die Frage, ob das nicht dann effizienter war, wenn man da nicht so irgendwie ein Drittstudio ist, sondern das die öffentlichen irgendwie so eine kleine Crew anheuert und das selber macht. Ich hab mir das mal so ein bisschen erklären lassen, also nicht in jeder Einzelheit. Aber zum Beispiel ist es ja so, und das kann man, glaube ich, auf alle Drittfirmen, die angeheuert werden, anwenden. Kein Studio, auch nicht in den USA, haben eigene Autos, zum Beispiel eigene Lieferwagen. Okay. Die werden alle gemietet, wo das ganze Zeug reinkommt, die Kameras, die Stative, die ganze Ausrüstung, die kommen alle in Leihautos. Die haben natürlich Verträge mit diesen Leihfirmen, mit den Autoverleihfirmen, und dann kriegen sie es natürlich auch ein bisschen günstiger, klar, ne? Also die zahlen pro Tag für so ein Auto weniger, als wenn du jetzt als normaler Mensch da hinkommst und dir ein Auto für 24 Stunden leihst, ne? So, die haben aus folgendem Grund keine eigenen Autos, weil denen würde das viel teurer zu stehen kommen. Die kaufen das Auto, sag ich mal, niegelnagelneu oder von mir aus auch gebraucht, ist ganz egal. Aber wenn irgendwas an dem Auto ist, kaputt ist und so weiter, ab in die Werkstatt. Und das sind laufende Kosten und die haben ja zig Autos und das kommt denen letztendlich teurer, als wenn die Scheiße einfach leihen. Und wenn dann Motorschaden ist, dann haben die überhaupt keinen, ja, ne? Dann ist denen doch scheißegal, so ungefähr, ne? Also das kommt ihnen auf jeden Fall viel, viel billiger, wenn die alles leihen. Und das ist in Deutschland so, das ist in den USA und das ist in England so. Und in USA ist das ja fast schon sozusagen eine Art Mafia. Du darfst in den USA teilweise überhaupt keinen Film drehen, wenn du nicht in dieser, in dieser großen Blase drin bist, wo man diese Autos mietet. Wenn du einen Film drehst, ohne diese Autos zu mieten, und du machst einen großen Film, dann kriegst du richtig Ärger. Ach. Ja, ja, das ist so. Also das kann man sich kaum vorstellen. Das ist wirklich eine moderne Mafia heute da. Ja, das sind so die ganzen Insider-Sachen, die ich erzählen kann. Weil jetzt wissen wir, warum das die GZ und bei uns die GIS so teuer ist. Ja, hat der Mike Dikodiek hat einen guten noch geschrieben. Der sagt, so erklärt sich auch, warum der Stein bei ARD und ZDF dann manchmal auftaucht. Da heißt, du mietest einfach irgendwas und dann kriegst du den Job und bups, bist dabei. Da war doch hier dieser Skandal hier mit dem Cruiser, mit Stein. Nur Visio TV. Ja, 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 das habe ich kurz mal verfolgt gehabt mit dem Stein. Genau. Er kriegt ja im Prinzip ja auch irgendwie nur so, die haben sich ja vor allen Dingen künstlich aufgeregt, weil er
irgendwann mal, weiß ich nicht, letztes Jahr in so einer Sendung mal mitgespielt, also eine Mini-Rolle ganz kurz. Und dann haben sie ihn auf alle möglichen Wahlplakate gemalt und die Sprüche aber von allen Parteien drunter geschrieben. Und dann hat er ja eine Umfrage gemacht, wie diese Wahlsprüche auf den Wähler wirken würden. Okay. Denn das ist ein hübsches linkes Profil. Ja, ich gucke nur gerade auf meinen zweiten Bildschirm. Aber das Haupt, oder was ich so mitgekommen habe, das Hauptaufmerk war ja deswegen einfach, weil der Robert Stein sich ja mehr oder weniger für die Alternative und sogenannte Trufer-Szene sie agiert hat, aber dann gleichzeitig beim staatlichen Fernsehen arbeitet. Und das war der große Widerspruch für die meisten, weil sie sagen, also da bist du für die eine Seite, dann kannst du nicht für den Staat arbeiten. So, das ist so ähnlich wie Öko sein, also dass du sagst, ja, ich bin Bio, ich bin Öko, ich lebe autonom und wir streicheln unsere Schafe, bevor sie auf den Grill kommen. So, und dann erwischt man dich einmal im Jahr, dass du Bock auf einen Hamburger hast und schon bist du hier der Arsch der Nation. Ja, so ähnlich ist das, genau. Und das war eigentlich der Hauptaufreger. Also, und dass er einfach eher, weil er halt auch über so brisante Themen wie 9-11 und solche Sachen ein bisschen aufgeklärt hat und die Staatsfernsehen ja bis heute da nur mehr oder weniger die, sagen wir es jetzt einmal schön ausgedrückt, die Lügenpropaganda verbreitet und dann taucht er dort auf. Das hat viele halt dann mehr oder weniger das sauer aufgestoßen. Ich verstehe es auch nicht, warum, dass man da jetzt so ein Tra-Tra macht. Ja. Und wenn er auch dort arbeitet und er muss auch von irgendwas leben. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe da kein Problem mit. Und wenn jemanden als ernst nimmt, wer irgendwo ist. Ja, aber kannst du dir denn mal eine andere Frage, kannst du dir denn erklären, warum wird dann jetzt auf so einen Typen so ein harter Rechtfertigungsdruck ausgeübt? Das würde sich doch von denen, die Leute da angreifen und sagen, rechtfertige dich, von denen würde doch gar keiner erklären, was. Guck mal, der Martin Hüller, jetzt mal ohne Scheiß, muss ich einen raushauen, dem mache ich direkt eine Ohrfeige hier, stumpf mit Ansage. So, jetzt kommt ein Klatsch. Das heißt, der Typ hat allen Ernstes die Nüsse, ne, als Hobby-Antisemit Videos zu drehen und den Stein ans Bein zu pissen, ohne sich selber zu erklären, ohne selber einen Standpunkt klar zu machen, aber mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Das ist doch eine Schweinerei vom Herrn. Jetzt mal ohne Scheiß, das hat doch jetzt auch mit dem Hüller nichts zu tun, sondern das ist moralisch viel verwerflicher, wie das, was der Stein gemacht hat. Weil Gedanken zur Zeit sich eben gar nicht positioniert. Null. Hat er immer einen großen Bogen drum gemacht und das war immer Drehtraten. Der hat weder erklärt, wovon er lebt, noch wie seine Verhältnisse sind, noch wie er tatsächlich politisch steht, noch sonst was. Aber seine Statements, mit wem er sich abgibt, die sprechen ja für sich. Aber dieser Typ zeigt dann auf einen anderen mit dem Finger und erhebt dann die moralische Ampel, wo ich gesagt habe, Alter, ich glaube, ich kotze hier gleich echt ins Mikro, ehrlich. Ja, aber das hat nicht nur, das ist ja nicht nur der Hüller, der so macht. Ich habe keine Ahnung, was der so macht. Aber das waren ja alle Dinge. Und vor allem dann nur solche Leute, die dann nur stolz sein und sagen, okay, ich lebe lieber von Hartz IV und vom Staat, als wenn ich mehr verdiene, um eben meine Familie durchzubringen. Also das ist ja in gewisser Weise meines Erachtens auch eine Verlogenheit an sich, was die da alle aufführen. Stört mich auch ein bisschen, wenn die so agieren, weil niemand ist autonom vom System, weil das gar nicht geht. So ist es. Jeder ist in gewisser Weise irgendwo drin, da kann ich mich aufregen, wie ich will. Und der macht ja auch nichts anderes, als so viel zu verdienen. Und der war schon immer Medienmensch, das hat er nie ein Geheimnis draus gemacht. Das haben die Leute nur gerne übersehen. Ja. Der möchte auch seine Familie ernähren. Wer nicht? Nicht jeder, wie gewisse Menschen, die ja dann kein Unterhalt mehr zahlen wollen fürs Kind und aber aufregen und sagen, du musst deine Kinder gut behandeln. Also, ja, ich weiß nicht. Erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor man vor anderen Türen kehrt. Und ja, da haben die meisten schon das Problem damit. Wie gesagt, also du musst natürlich auch wirklich gucken, wer kritisiert wen. Ne? Die Frage ist, hat überhaupt jemand das Recht, ohne dass ich jetzt persönlich agiere, also Angriff mehr oder sonst irgendwas, das Recht, jemanden anderen zu kritisieren? Also nicht so. Ja, wenn es angebracht ist, ja. Nee, also ja, nicht. Ja, wer kann sich das anmaßen, das zu machen? Dann, das ist ja das berühmte, auch wenn ich da jetzt nicht gerade Ding ist, aber wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Jeder hat selbst in gewisser Weise irgendwo Dreck am Stecken und da Anführungszeichen, weil er vom Staat lebt oder das macht oder sonst irgendwas macht, aber zeigt auf andere Finger mit Finger auf andere Leute, weiß ich nicht unbedingt, ob das so angebracht ist.
Also ich, wie gesagt, wenn einer selber offen und transparent ist, da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Aber wie gesagt, in dem Moment, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, solltest du aber selber auch einen sauberen Arsch haben. Das meine ich damit, ja. Darum sage ich, wer kann das dann überhaupt und wer kann die anmaßen? Ja, zumindest saubere Finger. Ja, zumindest saubere Finger, ja. Gut. Warte mal. Ich muss gerade immer mein Abendessen irgendwie zusammen. Wups, eine Sekunde. Ich hab irgendwie... Was gibt's denn Gutes? Ach, ich werde mal beim Burger King mal was kommen lassen, eben schnell. Ich muss ja relativ früh wieder aufstehen. Brauchst mich nicht wecken, ich stehe alleine auf. Ja, gut. Warte mal. Ja, das ich habe selber verpennt heute Morgen. Ach, egal. Das ist auch so eine Frage, Happy Mann, ob man die Politiker kritisieren darf, die, was du bezahlst. Die Frage ist, ob es wirklich du bezahlst. Da müsste schon irgendein Lobbyist. Da muss ja schon irgendein Lobbyist sein, der mehr oder weniger die Politiker bezahlt. Wenn es ein Lobbyist ist, natürlich, dann sind sie deine Angestellten. Ob es ein Normalbürger, weiß ich nicht. Grilled Dogs, jetzt haben die, warte mal, Hot Dogs haben die auch. Hm. Na, das probiert einfach mal aus, wa? Heißen Hund. Ach, komm. Einen, komm, hau mal rein, hier ist egal. Beilage zum King-Menü, ich will kein Menü, verpiss dich. Ist das, ach, das ist Menü. So, nimm mal noch eine Cola, komm. Ja, komm, und tu noch hier so ein paar Ringe rein. Extra Rostzwiebeln, fertig, so, passt. Kostet das eigentlich extra, sich das kommen zu lassen? Nee, das ist ja bei mir um die Ecke. Ich habe zwei von diesen Frittenbuden auf Rädern. Haben die keinen, keinen Mindestbestellwert oder sowas in der Art? Ja, ich glaube 12 Euro oder so ein Quatsch. Okay, ja, dann brauchst du ja zwei Menüs ungefähr, oder? Ja, ich esse ja auch für drei. Okay. Das, also das Essen ist nicht das Problem. Das ist in der passenden Buchse zu finden. Dann wieder also ein Burger mit Doppelkäse oder was? Ich habe immer Ärger mit Käse. Ja, warum sag ich ja? Knacki, hast du schon einen Termin gemacht für das Interview mit dem Martin? Nee, ich wollte mal gucken, dass ich das nächste Woche irgendwie dazwischen hau, sagen wir mal, vielleicht am Wochenende, muss ich gucken. Ist nicht das Wochenende das der Interview mit Gottfried? Ich meine jetzt, für einen Freitag oder Samstag war... Genau, weil letzte Woche... Oh, habt ihr Termin hingekriegt? Ja, beim verdreckten Kardinal. Also ja, ist doch gut. Vorausgesetzt, ich habe bis dahin die Bücherliste und weiß, worüber der mit mir quatschen will. Der will keine anderen Bücher haben, als die du auch hast. Ich fürchte. Also so viel mehr Bücher gibt da schon noch ein paar, aber. So. Und weißt du, was das Geile ist beim Burger King? Du kannst jetzt zugucken, wann die losrasen. Also die beamen dir dann hier jetzt die Google Maps-Karte ein und siehst du ein Auto über die Straßen fahren, aber es geht auch an der hier Schild. Also Live-Tracking. Live-Tracking, ja klar. Ja, so wie du bei DPD auch gucken kannst. Ja, finde ich so gut. Bei DHL funktioniert es nicht. Ja, so. Essen kommt. Knacki wird überleben, jedenfalls heute Abend. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh. Also mit dem Martin, ich habe da heute ein Video gesehen auf Facebook, und Quatsch, auf Facebook, auf YouTube, auf seinem Kanal, und das hieß irgendwie so Zoff mit der Polizei oder sowas in der Art hieß das. Und das ist echt Fremdschämen. Der hat sich da von der Polizei festnehmen lassen und dann hat er so getan, als ob die Polizei ihm irgendwie wehtun würde. Der hat sich den Arm hinter den Rücken geklemmt, hat geschrien wie am Spieß, hat sich auf den Boden geschmissen. Also da frage ich, also hallo? Was ist denn das für ein komischer Mensch? Kann der bei euch nicht antworten, das ist ein guter Schauspieler. Also der ist echt krank. Also der ist echt krank, meiner Meinung nach. Der ist doch, also ich glaube, er will irgendjemandem gefallen. Was kenne ich? Wild Voyager, ob ich. Nee. Ich glaube, warte mal, der Wild Voyager ist doch wieder einer hier von dieser Kinder-NBO-Truppe, ne? Einer von der Mimon Baraka. Warte mal, das ist doch 100%. Der ist ausgestiegen, der hat Feierabend gemacht. Der ist ausgestiegen. Mimon. Noch wieder? Ja, ja, wieder mal. Ach du Scheiße. Ein Erklärvideo nach dem anderen. Ach du Kacke. Warte mal. Ja gut, also hier, der hat glaube ich, hier ein normales Programm. Der sieht auch ein bisschen durchgeknallt aus, der Vogel. Aber über etwas anderes gehört. Der Rüdiger Hoffmann, der Staatenlos-Ding ist, ja. Der hat auf einmal seinen Kanal jetzt umbenannt als Comedy. Ach, das macht er schon seit ewigen Zeiten, das macht er schon seit 8 Wochen bestimmt schon. Nützen tut ihn das auch nichts, ob er das Comedy nennt oder politische Stammtisch ja, oder sonst was. Aber jetzt, früher hat man den, weiß nicht, vielleicht einige ernst genommen, wo man ins Comedy dabei steht und so Satire, dann nimmt ihn ja keiner mehr ernst.
Ja gut, ich meine hier der kleine Hitlerjunge aus Berlin probiert hat ja auch am laufenden Meter. Jetzt schreibt er auch, wäre alles Comedy. Ist es aber nicht. Kannst du vergessen. Ich glaube, du könntest so eine Sendung machen, wenn du jetzt so, wenn Mr. Socko mit Mr. Zugeschissene Unterbuchse sprechen würde. Also nur die beiden, ne? Ohne was anderes. Und du machst aus der Nummer so eine Art Simpsons oder sowas. Ich glaube, da könntest du mit dieser Hardcore-Satire ein bisschen was reißen. Aber in dem Moment, wenn du deine Fresse dahin hinhältst und sagst, ja, das ist Mr. Socko und Mr. Socko ordnet jetzt hier mal den Holoklaus, denn Mr. Socko, wie willst du denn in eine Zelle sperren? Nee, nee, na klar. Aber die Hand in Mr. Socko sperren nur ein. Das Muppet ist Show, ne? Muppet Show, ja. Beiden Alten da. Also wenn man Gesetze so leicht aushebeln könnte, ne, dann hast du demnächst hier nur noch Puppenspieler. Das glaube ich nicht, dass das geht. Leon ist da. Leon ist da. Guten Abend, Leon. Leon? Leon. Der Löwe. Erklärung von einer Verklärung, die wiederum eine Erklärung ist. A Wired Voyager liest Knacki den Chat nicht. Doch. Soll ich irgendwie jetzt, soll ich einen Link zu deiner Webseite setzen, soll ich deine Biografie vorlesen? War das mir mitgeteilt? Wired, du kannst mich anrufen. Hier ist meine Telefonnummer 02381. Hier, ich schreibe die sogar in den Chat. Falls du dann, pass auf, 02381. 66 05 700, ruf mich an, lass uns reden. Vor allen Dingen, vergiss nicht, deine Nummer anzumachen. Ruf mich an. Und Leon fress nicht so viel. Ich bin schon wieder am Kochen. Oh, ja, bin da, muss aber noch was machen. Der malt sich jetzt grau an und dann geht er als NWO-Dissident in die Nazi-Szene und wird da ermitteln. Das ist ein guter Plan. Nee. Ich glaub, der wird kochen. Er muss einen Chappi warm machen. Chappi. Der hört sich an. Wild Voyager, das ist mal ein Lob. Ich höre mir alle deine Hangouts nachts zum Einschlafen an. Alter, das ist vielleicht mal ein gutes Lob. Ja, ist ja richtig so. Bei dir ist ja ruhig. Hans Dampf, 02381660570, wüsste ich nicht, warum das hier nicht gehen sollte. Pass auf, ich zeige dir, wie das geht. Nimmst du Handy? So, Handy. 02381660570 anrufen. Aber nicht unterdrücken. Nicht unterdrücken. Oh. Telefon. Mein Telefon schellt ja. Ne, also so viel, dass es hier nicht schellt. Einfach deine Rufnummer mit übermitteln. Dann schellt auch mein Telefon. 990. 333 Knacki, ruf an! Ruf. Ach, warte, ich kann es noch viel besser. Pass auf, jetzt kommt hier diese. Danny, mach nochmal die Telefonnummer. 090 333 Knacki, ruf an! Ja. Sag mal, müssen wir den Vibrator aus dem Arsch ziehen oder was? Du Scheiße. Ruf mich an. Ja, dieses polnische Notentelefon, ruf mich an. Ich bin Olga. Ich warte auf dich. Ja, so ist er, ne? Ruf mich an. So, ganz kurz gucken, wo bleibt mein Schappi hier? Ja, die sind noch am Basteln. Da steht noch in Zubereitung. Super Plan. Hat sich jetzt so angehört wie ruf. Ich hatte sie noch am Anfang, ne? Seit ich mit euch zusammen bin, bin ich hier geistig echt am Verblöden, muss ich mal sagen. Ne? Nur mal fordere ich hier, Kinder. Frauen über 90 wollen in die Gesellschaft. Wo ist Mozart? Wir brauchen Mozart. Ich habe keine Ahnung. Warte, ich rufe den an, die blöde Sau. Warte, ich habe hab noch seine Dienstnummer hier auf dem Telefon. Lucky muss gefordert werden. Wir brauchen Wissen im Hangout. Pass auf, der kriegt jetzt erstmal ein. Er muss aber leise dran, nicht, dass der mit seinem echten Namen wird. Ja, ist egal. Ja, hör mal, du blöde Sau, meinst du, ich schicke dir den Link für Spaß oder was? Zieh dir mal eine saubere Buchse an, wir warten auf dich hier. Ein bisschen pronto. Heute nicht, heute schaffe ich nicht. Was? Heute schaffe ich wirklich nicht. Na gut, alles klar. Alles klar. Was morgen, übermorgen oder sowas. Nee, die Woche sind wahrscheinlich gar nicht. Ach du Scheiße. Naja gut, alles klar, bis entschuldigt. Jo, alles klar. Tschüss. Ja, guck. Eheliche Pflichten nachgehen.
Na, die Frau hat wieder so ein 20-bändige, was weiß ich, Himalaya-Expedition zum selber angucken, 800 Stunden nonstop auf DVD. Ja, armer Mozart, ich trink auf dein Wohl, ne? Der Mozart schwächelt, der macht auf blau. Ja, die wollen alle YouTube-Star werden. Der erholt sich nun, weißt du, ich denke mal, der wird sich hier für die Schlacht mit Michael hier am Wochenende schon vorbereiten. Der ist nur am Bücherwälzen. Der ist in der Bibliothek, glaube ich. Also ich glaube, Mozart ist Wikipedia. Wenn du bei Wikipedia was eingibst, sitzt Mozart am Computer und gibt dir die Antwort. Während du die Suchanfrage machst, schreibt er dir schon den Artikel. Ja, der Mozart ist cool. Also ich mag ihn sehr gern. Ich mag ihn auch gut. So. Warum wir den Knut in unsere Hangouts lassen? Ja, einfach um die Stimmung ein bisschen aufzupeppen. Dann wird die Sache ein bisschen runder hier, weißt du? Aber da ist schon wieder, das. Warum darf Knut, also ich kenne jetzt nicht unbedingt, dass der jetzt irgendwie Heil Hitler ruft und sonst irgendwas. Wieso darf dieser Mensch oder nicht da sein? Naja, sag mal, Knut ist ja schon ordentlich durchgeknallt, ne? Ja, natürlich hat er, wir hatten keinen Schaden von uns. Fragezeichen. Ich. Wollen wir mal abwarten, muss dann, wenn die Untersuchung rauskommen. Ja. Vielleicht muss ich auch mal auf den Pritscher, der Arzt hat mal eine Probe gemacht, ja. Nee, aber ja, gut, ich verstehe, dass er die vielleicht stört. Er ist nicht unbedingt einfach und mit seinem Alter, ich habe ja schon mal gesagt, der ist hängen geblieben, glaube ich, 19, so Mitte 90er, hat es einmal vom Badesalz, so Tragen und Alter gegeben. Ach, die ging ja gar nicht. Genau, und so, da ist ein bisschen hängen geblieben, der Knut drauf. Aber ja, er ist anstrengend, okay, aber dass man das jetzt wegen sagt, dass der nicht mehr da rein darf oder nicht mehr rein darf oder wieso lässt ihr den rein, aber nicht nur jetzt auf Knut bezogen, da gibt es ja mehrere, es gibt ja sicher Leute, die mich nicht mögen, damit sie auch hassen, wieso lässt du diesen Spinner rein oder sonst. Ja, ganz kurz, pass auf, wir machen direkt eine Abstimmung an den Chat, wer kann Bernhard nicht leiden, die drücken jetzt alle mal ein Minus und alle, die sagen, Knacki ist eine geile Sau, drücken mal ein Plus. Ja, ein bisschen unfair muss es ja sein. Hat einer von euch damals diesen Film gesehen, Badesalz, dieses Ding da irgendwie? Ich hab's gesehen, ja. Alter, ich hab mir ja meine Hose gepisst dabei. Ja, ich habe fast eine Stunde ich im Kino gesessen und hab gesagt, meinen die aber nicht im Ernst, die mir zeigen, ne? Diese Nummer mit dem Fahrstuhl und mit dem Typen da. Genau das, ja. Alter. Welchen Film? Badesalz. Ach, oh Gott, Badesalz, der Film. Da kenne ich noch eine Szene, ja gut, dass wo die da, ich meine... Im Fahrstuhl sitzen, wo genau. Er die Zwischentür aufmacht, so nach dem Motto, willst du nicht? Ja. Dann, ich weiß noch zwei Sachen. Einmal, wo dann der eine so sagt, so, ja, ich habe Abitur. Und so, was? Abitur? Und das war total lustig. Und die eine Szene mit Ottfried Fischer da in diesem U-Boot. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ah, ich habe den vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Aber ich habe den noch sehr lustig in Erinnerung irgendwie. Ich kenne nur noch diese Szene, habe ich, wo dieser, ich war das nicht Götz-George sogar? Irgend so ein Promi war da. Und da waren die doch im Fahrstuhl. Und da steht doch dieser stinkende Penner, der da drin wohnt. Ja. Und da sagt dieser Typ, dieser Versicherungsvertreter, bleiben Sie mal bitte auf Ihrer Seite. Und der Typ sagt, okay. Und dann bleibt er an der Fahrstuhl stecken und dann wird es ja spannend und dann macht er ja die Zwischentür auf. Und da hat er gewohnt mit Saufen, Fressen, alles rum dran. Und er wollte ja, ne? Bleiben Sie auch mal auf Ihrer Seite, ich bleibe auf meiner. Ich fand das so geil. Aber ich konnte mir das Ding nicht zu Ende angucken. Also ging gar nicht. Das war so schon langweilig gewesen. Ja, ich fand den gar nicht so schlecht, wie ich den so in Erinnerung habe. Aber ich glaube, den gibt es nicht auf DVD. Den gab es nur auf VHS-Kassette. Oder hat jemand Infos? Oder ist der auf YouTube? Hat jemand irgendwie Infos? Weil ich würde den gerne mal sehen. Schreibt das doch mal. Der Uwe will keinen Link. Okay, Uwe, kein Link ist raus. Wie der Uwe will keinen Link. Nein. Wir machen noch nicht so lange. Wir machen genau noch 22 Minuten 57, bis mein Essen auf Rädern hier ist. Und dann schlabber ich was und dann haue ich eine Pritsche. Ah, und wie viel Uhr musst du morgen raus? Also ich stehe um 5 auf und um 8 verlasse ich das Haus. Uiuiui. Krankenhaus, oder? Nein, das ist ein geheimer NWO-Plan, da darf ich nicht drüber reden. Ah, okay. Dann sag Trump und alle so schön Gruß. Nee, der hat wieder um 5 in der Früh gerade einen Tagesbefehl von Discord Server, von deinem Max. Den muss er dann ausführen am 8. Also, das ist immer,
Morgen muss ich erstmal die Befehle abarbeiten. Genau, morgen ist die Befehlsaufgabe um 5 Uhr, da wird der kleine Max, da fordert er ja alle auf zum Kommen. Wenn Max in die Schule fährt, habe ich die ersten 3 Kommandos schon weg. Genau. Du musst ja mit in die Schule bringen wahrscheinlich. Mit dem Moped. So, da haben wir hier unseren Telespieler. Hat's doch gejuckt. Ja, guten Abend erstmal. Ja. Ja, ich dachte mir, komm, 20, 30 Minuten bin ich dabei. Ja, komm, das bisschen, das wuppen wir eben schnell, ne? Alter, wenn du meinen Puls noch einmal so hoch treibst, ne, ich leg dich um. War gut, ey. War gut, ey. Und ich bin auch der Meinung, ich bin im Recht. Das ist ja das Bekloppte bei euch, voll Idioten. Ihr meint immer, ihr seid im Recht. Also, das ist gut. Das ist ein Glück und das muss sein. Nee, ja, weil ich weiß nicht. Also, ich hatte ihm halt geschrieben, dass es halt mir. Ja, dass ich das so eigentlich gar nicht gemeint hatte und so weiter und so fort, dass es sich ein bisschen hochgeschaukelt hatte und ich halt auch ein paar Bierchen getrunken hatte und ich konkrete Angaben gar nicht mehr machen konnte, weil halt auch einfach ein bisschen zu durch und... Das hättest du vielleicht mal dabei sagen. Bist du jetzt mittlerweile bei Seite 15 in deinem Buch? Ja, das auf jeden Fall, ja, das schon. Aber das ist definitiv kein Fake. Das ist hundertprozentig kein Fake und ich werde da auch noch Berichterstattung liefern. Ich werde hier Meldung machen, hundertprozentige Meldung. Ich bestelle mir das auch. Pass auf, wir machen einen Deal. Ich bestelle mir das und dann schicke ich das dem Mozart und danach prügeln würde ich mit der schwarze Toti öffentlich. Ey, guck mal, pass mal auf. Das Ding ist, ich hab das für 26, ne? Das gibt es aber wohl nochmal für einen höherwertigen Preis, wo du da irgendwie mehrere gebundene Fassungen hast. Ach du Scheiße. Ja, das kostet. Ja, 300 Euro kostet das komplett irgendwie, oder? Ja, genau, ja. Eieiei. Ja, ich habe aber auch nur für 26, ich schicke dir das mal. Ich schicke dir den Link. Dann legen wir mal die Schwarte gemeinsam und gucken, zu welchem Ergebnis wir kommen. Ja, ist halt eine schwierige Lektüre so, ne? Wenn du mal so durchblätterst und so, ist halt auch viel so, ja, viel, weiß ich nicht, Geschwurbel halt. Also man würde es als Geschwurbel jetzt hier in unseren Kreisen bezeichnen. Ich will dir ja, guck mal, der Glaube an irgendwelche Dinge, der ist doch jedem frei. Du kannst glauben an, was du willst, Marsmännchen, Einhorn im Keller, ist mir doch alles wurscht. Spaghetti-Monster, keine Ahnung, was weiß ich, dass die Welt gerecht ist. Glaub, was du willst. Aber du kannst doch die Realität nicht komplett verweigern. Und den einen Abend hast du alles umgedreht, alles. Also egal, was wir gesagt haben. Nee, das ist... Doch. Nee, finde ich nicht. Nein, finde ich nicht. Ey, du, ey, Volker, ich will deinen Blutdruck nicht wieder in die Höhe treiben. Ja, heute nicht. Ich kann mich auch an den Abend nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr richtig, worum es da ging. Das Video ist noch online. Du kannst dir den Tatort noch mal angucken im Nachhinein. Ja, ich glaube, ich muss mir den Tatort wirklich noch mal angucken. Kurz einmal, Ed, von wo sendest du, sag einmal? Na, von Deutschland. Du rauschst ein bisschen. Ich rausche? Ja. Du hast so Knacks in deinem Mikrofon. Und jetzt ist besser? Radio Power Play. Ist es jetzt besser? Ja, immer mit Knacks ist gut. Ach. Hört dich so nostalgisch an. Ach komm, ihr macht mich schwach, ey. Das ist mein nächstes Mikro, was platt geht. Jedes Mal. Jetzt. Knacks ist immer noch. Na, jetzt im Moment nicht. Ja, das ist sehr gut. Ja, ist auch, wie gesagt, nicht so schlimm, ne? Oh, stört mich schon. ist jetzt nicht besser? Ein bisschen ist immer noch da. Also nicht mehr so wie vorher, aber ist trotzdem noch da. Du darfst nicht an das Kabel fassen. Warte mal, dem Leon habe ich den, glaube ich, schon geschickt. Warte mal, ist das der? Habe ich ja noch einen Zeitzeuge deines Auftritts. Leon war nämlich dabei. Bernhard, wie sieht es aus? Ist jetzt besser? Jetzt war es momentan nicht, aber ich weiß nicht, wie es sonst ist, wenn du wieder sprichst, wenn du länger sprichst. Ach genau, also wir sind ja beim Knacken, wir müssen hier knacken. Das ist schon völlig in Ordnung. Ich habe letztens ein Bild gesehen, hatte irgendjemand, wenn man bei YouTube guckt und wenn man irgendwie bei Knacki eingibt, irgendwie sowas, da kommt irgendwie so ein Kanal, irgendwie ist nicht dein Kanal Knacki, aber da hat irgendjemand als Bild
Knacki als Wurstvorlage oder irgendwie so ein Ich habe ganz viele. Das ist total geil. Total super gemacht. Wie dieser 99-Cent-Würstchen da mit deinem Bild drauf. Das sieht so echt aus. Ach, das ist die bekloppte Cat von Guy. Das ist diese. Also Cat von Guy ist eine polnische Edelprostituierte mit Wohnsitz aus Italien. Sie sagt immer, sie wäre irgendwie Niederländerin. Das ist ein Kerl, der haut sich immer hier so ein Brusttransplantat vor die Wampe und dann wird gesendet, aber immer in den Ausschnitt rein. Und eine der vielen, vielen Edeldampfer, die mich abgöttisch lieben. Ja, so ist es. Ist wirklich so, die Alte ist völlig durchgeknallt. Sie spricht auch ein bisschen Polnisch. Knacki, wenn du eines Tages in Knast gehst, ich werde meinen Shampoos auf dein Badewasser kippen und diese Brühe aussaufen. Du dummes, die war ja bei mir schon in den Sendung. Die hat ja geschimpft wie ein Rohrspatz. Ne? Die hat diesen russisch rollenden polnischen Akzent. Ne? Mensch, Knacki, ich hasse dich. Alle. Und dann hat französische Implantation. Knacki, ich hasse dich. Und ich sage immer, du siehst eigentlich geil aus für einen Kerl. Verpiss dich. Ja, mach dich nackig. Ne? Ich will einmal sehen, wie du richtig aussiehst. Abgehalft das. Ich frage mich ja oft, was gewisse Menschen tun würden, wenn sie keine Feindbilder hätten. Dann würden die sich neue Feindbilder suchen, ist so. Aber wenn sie keine hätten, aber was dachten die da, meine? Aber wenn sie jetzt, gibt es keine neuen, können sie keine neuen suchen. Also ich glaube, so die letzten 3 Jahre sind wirklich extrem geworden. Ich turne ja schon relativ lange hier im Internet rum und so die letzten 3 Jahre sind wirklich sehr extrem geworden. Und das ist eigentlich der Spiegel der Gesellschaft. Dieses Unzufriedene bricht durch. Und das ist das Ventil. Abends kannst du rummotzen und dann machst du aus und dann ist das Problem weg. Weißt du, kannst du mal Druck abbauen, ohne in eine Kneipe zu gehen. Ohne was aufs Maul zu kriegen. Aber ich glaube, es wird langsam ein bisschen entspannter wieder. Auch dieses, sagen wir mal, das letzte Dreivierteljahr, ich war ja auch selber so ein bisschen infiziert. Überall siehst du vergewaltigte Omas und auf dem Beichtstuhl haben sie geschissen und auf dem Altar gekackt und die Kirche angezündet. Hier diese ganzen Neudeutschen jetzt alle. So, dann guckst du natürlich und sagst, ja klar, hier wieder so eine Syrerfamilie, irgendwas abgefackelt, angesteckt, zugeschissen, belästigt, beleidigt, angestochen, umgebracht, weiß der Geier. Und dann kommst du natürlich schon auch so in so ein Fahrwasser, wo du so ein bisschen radikaler bist und sagst, muss das hier tatsächlich sein? Also die Qualität, jetzt mal, ich habe es wirklich nicht verstanden, so bescheuertes Zeug irgendwo im Osten, ist so ein 20-jähriger Syrer in so eine alten Wohnstift eingestiegen, hat die Oma umgelegt und den Opa vergewaltigt. Das musst du mir mal erklären, was das für einen Sinn macht. Eigentlich keinen, oder? Homosexuell vielleicht. Ja. Nee, ich glaube, du hast es nur verwechselt, haben sie beide ähnlich geschaut und hat gemeint, der Opa hat größere Titten oder was hat gemeint. Vielleicht ist das Aber das sind ja nicht nur Syrien. Ja, aber ich sag mal so. Verallgemeinern das ja immer nur. Bei uns kommen ja selbst die Perversen nicht auf solche Ideen, jetzt mal im Ernst. Ja, ich weiß nicht, was mit solchen Leuten vorgeht. Aber gut, das sind jetzt nur die Extrempelle, sie vermehren sich leider, aber das Ding ist, aber ich meine jetzt generell, wenn ich jemanden nicht mag, ja. Wieso gebe ich dann denen nur Energie und hetz noch und sonstiges und sage nicht einfach, gehen wir sie aus dem Weg, wir passen nicht zusammen und lassen uns gegenseitig in Ruhe. Also meine Hater, bitte, gebt nicht auf, ich brauche eure Energie, macht keinen Scheiß. Bleibt hier, hasst mich. Nee, aber das ist, was ich nicht begreife, das ist... Ja, du denkst als Österreicher, so denken wir aber halt, ne? Ja. Ich meine, es ist ja so, weißt du, also wenn man jetzt die Syrer anspricht, die Menschen, die jetzt so gerade zu uns kommen und so, ne, das Einzige, was mich immer aufregt, wenn ich immer wieder in den Nachrichten sehe, da war ein Straftäter, sage ich mal, und da überlegen die, ja, wie sollen wir den jetzt belangen mit dem Jugendstrafrecht oder mit dem Erwachsenenstrafrecht, weil er angegeben hat, er sei 16, wo jeder Mensch auf dieser Welt, wenn man ihn anschaut, sehen kann, dass der mindestens über 30 ist. Und es gibt Merkmale im Gesicht, die sind unverkennbar. Man erkennt, ob jemand 16 oder 30 ist. Und die kommen damit durch, ne? Und wenn ich jetzt irgendwo zum Amt gehe und sage, ich bin 14, das glaubt mir noch kein Mensch. Ja. Aber ja, normalerweise ist mir ein Rätsel. Weißt du? Ja, normalerweise kannst du das am Gebiss feststellen, aber also, ne, du kannst ja an einem 10 kannst du genau sagen, so und so alt ist der Mann oder die Frau. Ne? Ich glaube, mit einer
ich glaube, zwischen 3 Jahre pendelt das. Du kannst es nicht genau sagen, aber so zwischen 2, 3 Jahre kann man schon sagen, so in etwa alt ist er. Aber bei denen ist es so, dass wenn sie minderjährig sind, haben sie ein Recht, ihre Familienangehörigen nachzuholen, ihre Eltern. Ja, klar, klar, also das, was dahinter steckt, das ist mir schon klar. Ja. Aber den Leuten vom Amt, die wollen doch einen nur verarschen. Ich meine, man kann das nicht nur am Gebiss sehen, man kann es auch am Gesicht sehen, an den Tränensäcken kann man es sehen, an den Falten im Gesicht kann man es sehen, weil die kann man mit 30 auch nicht mehr verstecken, weil man hat ja irgendwie schon Lebenserfahrung, weißt du, und wenn da jemand, keine Ahnung, was erlebt hat und so weiter, das sieht man den einfach an. Ja, klar. Weißt du, das ist doch absoluter Bullshit, was sie uns da immer erklären wollen. Und dann sind die, ist die Regierung auch dagegen, da irgendwelche, ich sag mal, wissenschaftlichen Schritte in die Wege zu führen, dass man das wirklich erkennen kann mit irgendwelchen DNA-Dingern und so weiter, bla bla bla. Ne? Da sind die irgendwie dagegen, weil das verstößt gegen irgendwelche Rechte und so weiter. Ey, das ist mir absolut ein Rätsel. Ne? Also diese Leute hätten bei mir erstmal gar keine Rechte, solange sie nicht regulär registriert sind. Ganz einfach. Wenn sie drin sind, dann haben sie dieselben Rechte. Aber nicht nur weil du bei mir auf dem Land stehst, hast du erstmal noch gar keine Rechte, außer Schütze umgebracht zu werden. Aber also ich sehe das auch immer generell als gelogen an, erstmal alles. Aber jetzt hört man gerade was auf. Jetzt hört man gerade was auf oder beziehungsweise ein. Eigentlich müsste ja die rechte Szene, was wir jetzt so in der HO-Welt haben, ja eigentlich den Flüchtlichen dankbar sein, weil sie haben jetzt fast jeden Abend ein themenfüllendes Gespräch. Finde ich gut. Aber was sind das denn für Gespräche? Das ist halt immer die Frage. Ne? Und wo ja, sie steigert die langsam leider ein bisschen in den Haus um, aber sie können drüber reden. Ich frage mich nur oft, wo waren die vor 2015? Wo waren die da? Hm. Ja, das ist eine Sache und was mich halt stört, ist halt, dass agitiert wird. Also, dass man halt quasi nicht unbedingt, man muss eine Meinung annehmen und wenn man die Meinung nicht annimmt, wie ich jetzt zum Beispiel, ich war ja auch vor schon 8 Jahr oder was, ich wurde als Kommunist und weiß ich nicht was beschimpft. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, so das und das, Leute, das ist der Punkt. Das halte ich von dieser ganzen Situation. Das halte ich davon, was ihr tut. Und die wussten auch, dass ich ein Kind von verschiedenrassigen Eltern bin und so weiter. Und ich habe das klar gesagt. Und dann war ich ein Kommunist. Ich war SSLer. Ein Troll war ich. Ach, ich war alles schon gewesen. Aber ist doch scheißegal. Also ob du jetzt braun-grün bist, ist doch völlig Wumpe. Nee, ich bin ja weiß. Also ich habe keine dunkle Hautfarbe. Ja, du hast irgendwie eine Hälfte ist, glaube ich, türkischer Abstammung. Nee, griechisch. Ja, wo ist denn das Problem jetzt, mal im Ernst? Ja, ich habe damit gar kein Problem. Und ich bin da eigentlich auch, ich finde das gut, so wie meine Familie ist und so. Und ich sehe halt auch im Bezug zum Beispiel, dass ich halt einfach auch eine ganz viele Sachen viel eindeutiger sehe. Ich habe auch so eine Schnittmenge, ich habe viele muslimische Freunde, also türkische und so weiter. Ich habe auch viele russische Freunde und so. Und ich bin halt so eine Schnittstelle und ich weiß genau, wie die Menschen denken. Und die denken nicht anders als wir. Also es ist ein Irrglaube zu sagen, ja, die Türken, die finden das zum Beispiel voll gut, was jetzt gerade passiert. Das stimmt nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil, ganz genau. Das ist der Punkt. Im Gegenteil. Die sagen selber so, boah, ey, hör mir auf mit der Scheiße und was macht die blöde Scheiß Merkel denn und so weiter. Hm. Also die sind genau wie wir. Und aber es wird halt durch solche Menschen immer impliziert so, ja, alle Muslime. Ne? Aber ein Drittel von denen, die ja schon längere Zeit hier waren, ja, denkt genauso wie wir und indem man sagt, so wie die halt, ja, ihr seid nicht arisch und so weiter, spaltet man. Also man schafft eine konkrete Front zwischen diesen Menschen der Dunkelhäutigkeit und der Weißhäutigkeit und das ist halt schlecht. Das war ja auch die Nummer, wo ich den Martin Lejeune verteidigt habe. Weil die Diskussion, also die aktuelle, betrifft ja im Prinzip den afrikanischen, den islamischen Raum, Syrien, die hier hinkommen und jetzt Ärger machen. Und die Diskussion ging gleich wieder auf Türkenniveau. Das heißt, die Türken werden mit diesen Leuten in einen Topf geworfen, obwohl diese Türken hier teilweise 50, 60 Jahre sind, in der zweiten, dritten Generation hier leben. Und ich kenne auch Türken und die sagen alles, ich will hier meine Ruhe haben, meinen Job machen, die sollen mich hier am Arsch lecken, mit dem Scheiß in Ruhe lassen. Ich will einfach hier mal in Ruhe meine Zukunft haben, fertig. Egal wie schlimm der Tee ist, aber diese Art Probleme wollen wir nicht. Und dadurch, dass eine bestimmte Gruppe da zwangsweise mit reingenommen wird, also nur weil du eine katholische Kolonie in Spanien bist, deswegen hast du doch mit den Katholiken in Deutschland hier keine Sippenhaft oder so einen Scheiß, was soll denn der Mist? Da muss man ja, richtig, ist halt so. So sehe ich das auch. Und ich rede ja auch mit den Menschen. Also ich versuche halt auch immer zu vermitteln. Und ich, so gut ich das kann. Es gibt ja einfach gewisse Menschen, die sind da halt fest integriert. Meiner Meinung nach halt auch gewollt, so integriert. Denen passiert
bewusst nichts, weil sie auf dieser Stelle sitzen. Genau. Und um diesen Auftrag halt haben. Und wir unterhalten uns da auch untereinander und so und ich, ne, auf Facebook da. Und es gibt da halt einfach so, so Sachen, wo ich halt immer sage, so, da kannst du nicht gegenwirken. Weißt du, also die sind genau auch sehr nationalistische Menschen. Ja, also ganz besonders Türken sind sehr nationalistisch. Ja. Und die sehen das halt, ne? Und die sehen halt so einen aufkeimenden, ich sage mal Anführungszeichen, Nationalsozialismus. Und da stellen die sich gegen, knallhart. Ne? Und das gibt richtig große Probleme in Zukunft. Ja, ich auch. Das gibt auch richtig, richtig große Probleme hier noch in Zukunft, weil halt einfach alle halt irgendwie. Aber, wenn, halt so frei aber guck mal, wenn ich mir jetzt hier bei uns sagt man immer Fahrkartenlocher, also einer, dem die Zähne so ein bisschen fehlen und wo die ineinander greifen, wie ein Reißverschluss, da sagen wir immer Fahrkartenlocher zu. Ich sag mal, dieser Enrico, der ist mir vom Typ wesentlich lieber, weil der exakt sagt, was er denkt und tut, statt so ein Hitler-Junge Dennis aus Berlin, der versucht, Leuten das Hirn matschig zu labern. Verstehst du, das ist so. Da ich kenne den Enrico nicht. Der Kanal heißt Die Wahrheit. Die Wahrheit, komm, abonniere mir das mal. Ja, der hatte heute, ja. Heute hatte der einen Stream mit kleinem Publikum, da war der aktuelle Anwalt von der Frau Haferbeck am Telefon. Da ging es auch um das psychiatrische Gutachten von Hitlerjungen Dennis. Der hat ja mittlerweile eine schicke Frisur. Ich weiß gar nicht, ob der noch einen arischen Friseur irgendwo hat. Ja, aber Deutschland über alles ist jetzt schon wieder was, wo ich nicht abonnieren klicken kann. Ja, verstehst du, das ist schon wieder was, wo ich... Ich habe so einen Ordner, der nennt sich Müll, da ziehe ich diese Links immer rein und dann weiß ich, dass ich das nicht für ganz ernst nehme, wenn ich da mal draufklicke. Warte mal, guck mal, ich speichere mir das mal im Textdokument, weil ich abonniere den nicht. Das ist nee. Für mich, also ich rede nicht mit Faschisten, ich rede nicht mit Menschen, die mit Gewalt anderen ihre Meinung aufzwingen wollen. Das werde ich nicht tun. Statement. So. Da werde ich das. Volker, du kannst doch Dennis kein Hitlerjunge sagen. Der wäre nie in der HJ gekommen, der wäre nirgendwo dabei gewesen. Ja, aber der freut sich doch wenig in so einem. Im Reichsarbeitslager, da vielleicht. Aber ja. Schipp, hurra. Hätte. Dennis, der kleine Drachentöter oder hier. Zum Pseudo-Aria. Ja, Dennis der alte Bran-Wissenschaftler oder irgend sowas. Ja, aber nicht kein. Aber meine andere Frage: Darf man über Behinderte schimpfen? Ja, ich bin auch behindert. Natürlich kann man das. Ich bin 90% blind und ich habe 90% Schwerbehindertenschein. Also, du, dem Tom haben sie auch immer aufs Maul gehauen. Der Tom hat ja früher, wie gesagt, hier Kontakte gehabt, also wirklich zu den Rechten. Keine Kontakte, ich war ja dabei. Genau, bei den richtig Aktiven, so. Und dann ging's halt damals, die waren ja richtig übel drauf, ja, Sportgruppe Hoffmann und solche Geschichten. Und dann hat er plötzlich den VS am Sack gehabt und dann hat er genau das getan, was eigentlich alle Männer machen. Der sagt, fickt euch, ich steige lieber aus, bevor ich den Kameraden hier verraten muss. Bevor ich einen verraten habe, bin ich ausgestiegen. So einfach ist das. Raus. Da wird nichts gequatscht, nichts gemacht. Von mir haben die kein Wort erfahren. Ich bin sechs Jahre auf Montage gefahren. Ja. So, und ja, so? Aber meinst du nicht, bitte. Tom, meinst du nicht, dass da generell schon irgendwelche Informanten mit drin waren? Also ich habe zum Beispiel einen Cousin. Ne? Ja, natürlich. Die haben geschlafen zu der Zeit, alle Größeren. Ich kenne den Kühlen, Brehl, ich kannte ja alle, die sind ja alle tot mittlerweile. Aber meinst du, ey, sobald die den Mund aufgemacht haben, haben sie die eingesperrt? Wir haben die ANS gegründet damals, die Sozialisten, nationale Aktivisten, uns haben sie verboten und alle Unterorganisationen, in dem Moment, wo sie verboten haben. Das war, gleichzeitig haben die Hausdurchsuchungen gemacht. Und also mein Cousin, das Lustige ist sogar so, seine Mutter hat sogar noch, ist in Griechenland zur Schule gegangen, also war eigentlich der größte Grieche von uns allen. Wir sind ja, der Großteil von uns ist ja hier in Deutschland geboren. Und der war auch richtig harter Skinhead. Also komm. Wir sind nie mit Springerstiefel rumgerannt und so. Ey. Das kam in den 90er, aber so, hier, guck, wir haben auch politische Arbeit gemacht in den 80er. Achso, ja, nee, der ist schon so Springerstiefel, weiße Schnürsenkel, Glatze, Bomberjacke und da aber da waren die auch rigoros, ne? Und da sind die durch Leipzig durch und so. Kriegt der Begriff Essen auf Rädern endlich mal eine richtige Bedeutung. Kannst du zugucken. Die fahren schon.
Ja, und nee, war schon, also, ne, und bei dem, der hat dann auch aufgehört mit der ganzen Sache, weil das einfach auch eine Sache ist, so, das hat keine Zukunft halt, ne? Ich habe mal, wie gesagt, ich bin schwer verletzt worden, ich habe Schädelbasisbruch gehabt. Ja. Ja, du kriegst da zwangsläufig, kriegst du in die Fresse halt, ne? Das ist ja, und, aber ja, nicht nur kriegen, auch ausgeteilt, glaub mal. Ja, nein, ich meine einfach nur so, das ist nicht die Zukunft. Das ist nicht unsere Zukunft. Das darf unsere Zukunft niemals sein. Und es wird Menschen geben, wie mich zum Beispiel, aber wie gesagt, die sich aktiv gegen sowas werden werden. Ich kann doch den Glauben haben, also wie gesagt, ich bin und bleib Nationalsozialist, aber für mich selber, ich mache da keine Propaganda mit und ich lebe danach und damit ist das. Aber das ist meine eigene Ansicht. Ich mache keine Propaganda damit. Ja, aber ich habe da mal eine andere Frage. Aber warum wird immer so gegen rechts so geschumpfen? Die Linken haben ja mit der RAF ja auch einiges nicht ganz Tolles gemacht, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, guck mal, pass mal auf, Bernhard. Also ich sehe da zum Beispiel schon allein in der Begrifflichkeit ein riesiges Problem, weil ich würde mich zum Beispiel selber als links einstufen. Aus dem einfachen Grund, wie, wenn doch jetzt jemand eine dunklere Hautfarbe hat, wie meine Mutter. So, dann kann doch mein Vater mit ihr Kinder zeugen. Hat er ja gemacht. So, und wenn ich jetzt aber sage, ich bin rechts, definiere ich damit, dass ich nicht mit anderen Menschen meiner Herkunft Kinder zeugen kann. Aber wenn ich mich doch jetzt zum Beispiel in eine schwarze Frau verlieben würde, ja. So, was würde denn dagegen sprechen, dass ich mit dieser Frau Kinder kriege? Ich liebe sie doch. Es kommt das mir doch nicht aus ihrer Hautfarbe. Aber nicht mein, aber das ist doch dein eigenes Problem, nicht meins. Oder das kannst du nicht vergleichen. Du kannst doch nicht alle Rechten auch über einen Kamm scheren. Nee, das war gar nicht in Bezug auf dich. Für mich war das einfach nur so, dass ich mich als links bezeichne. Aber ich bin ja selber jemand, der patriotisch ist. Ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass hier eine Migration stattfindet, die unser Land demografisch dauerhaft verändert. Also ich möchte in diesem Land immer 2/3 mehr der Landesbevölkerung innehaben, anstatt dass ich sage, ja nee, hier muss irgendwie alles halt irgendwie braun sein. Und warum denn? Warum muss es das denn? Verstehe ich nicht. Und ja. Warum hat uns denn keiner gefragt, was wir denn davon halten? Warum hat man nicht eine Volksabstimmung gemacht und hat gesagt, Leute, sagt ihr mal, was haltet ihr davon? Wollt ihr so wie, was weiß ich, die USA so ein Land von Einwanderern sein oder wollt ihr vielleicht auch doch ein bisschen noch ein nationales Gefüge haben? Ich hätte die Hand gehoben und gesagt, nee, nationales Gefüge. Wenn du das Wort nationales Gefüge und Volksgemeinschaft in dem Wort nimmst, bist du doch sofort abgestempelt. Dann brauchst du doch gar nicht zu sagen. Na richtig, und da sind wir ja schon wieder so bei der Begriffsdefinition von rechts und links. Begrifflichkeiten sind das schon. Ja, aber ich sehe mich als links an. Ich sehe mich ja, als gut, links. Gut, ich unterhalte mich trotzdem mit dir, oder? Es ist ja. Aber doch nur, weil wir doch eigentlich beide im Gedanken vielleicht etwas ähnlichere Konstrukte fahren, aber du dich in ein politisches Spektrum reingerückt fühlst, was eigentlich gar nicht rechts ist, sondern was einfach nur vernünftig ist, dass man selber sagt, es muss doch in einer Volksgemeinschaft möglich sein, gleich zu sein, also dass man selber entscheiden kann, ob man nun jetzt halt mehr oder weniger Zuwanderung haben möchte. Das ist doch eine ganz normale Sache. Versuch doch mal, jetzt, was weiß ich, in die USA einzuwandern mit, was weiß ich, 40 Millionen Deutschen. Weißt du, was die zu dir sagen? Die sagen zu dir, weißt du was, du kannst dir deine Klamotten packen, du kannst dich verpissen. Und das ist das, ne? Verstehst du, die Amerikaner, die dürfen das machen. Die dürfen sagen, ja, wir nehmen 10.000 Syrer auf, weil irgendwie haben wir keinen Bock mehr auf mehr. Die dürfen das aber nicht. Warum denn nicht? Warum denn? Was haben wir da gemacht? Wegen dem Zweiten Weltkrieg vor 70 Jahren? Das verstehe ich nicht. Das muss mir mal jemand erklären. So, kann ich nicht verstehen. Nee, wir könnten auch sagen, nee, bei 10.000 ist Schluss im Jahr und so weiter. Die Einzigen, die dagegen sind, sind in der CDU. Weil die da irgendwas labern, was irgendwie, ich weiß nicht, also das hat kein Hand und Fuß, was die da sagen. Die könnten auch sagen, Schluss aus, vorbei. Wir machen pro Jahr 10.000. Und wenn die integriert sind, wenn die alle unsere Sprache... Ihr glaubt alle, das ist das Ausland. Das ist unsere eigene Politiker und unsere eigene Regierung will das nicht. Naja, das ist schon klar. Das Ausland schüttelt nur mit dem Kopf. Die schütteln ja, über uns Deutschen den Kopf, wie wir das zulassen können. Aber unser eigener Staat schon, verhindert das. Also, ja, guck mal, in Australien fangen die ab mit Militärschiffen. Also ne, du musst dir vorstellen, die deutsche Marine
schwimmt im Mittelmeer, fängt diese Australien ist ganz extrem. Die schicken die die lassen die gar nicht an Land, die schicken die Ganz genau, die fangen die mit Militärschiffen, holen die die ab und führen sie zurück mit Militärschiffen. Jetzt stell dir mal vor, wir würden das machen. So, die deutsche Marine, hier kommen alle 4, 5 Bataillone abgestellt, ihr fahrt da runter, ihr bringt die Jungs wieder zurück. Ne, oder zumindest an das Land, was ihnen am nächsten liegt, um das Schengen-Abkommen klar zu sichern. Was meinst du, was hier los wäre? Die würden uns hier die Hitler- und Nazi-Scheiße um die Ohren schlagen. Und das sind Sachen, das geht so nicht. Das ist Unrecht. Und das ist einfach klipp und klar Unrecht. Und das ist meine Meinung dazu. So, ne, wir können hier darüber sprechen, dass wir eine qualifizierte Einwanderung machen. Das heißt, entweder kommen die Menschen mit Geld oder sie kommen mit Qualifikation, wie das in Australien ist. Wir können jedem helfen, der hier wirklich Hilfe benötigt, aber der muss auch wieder bereit sein zu gehen. Ja, aber, ne, und das ist... Ne, guck also, mal, Jugoslawienkrieg. Wie viele Jugoslawen haben wir aufgenommen? Ich glaube, fast 1,5 Millionen, so viel ich. Also, was ich auch so im Kopf habe. Und wie viele sind wieder zurückgekehrt? Sind doch fast alle wieder zurückgekehrt. Ja, also damals, in der DDR war das ja auch so. Da war es ja auch so, dass da halt auch die Leute ausgebildet wurden. Die haben da was, die haben was Vernünftiges gelernt, die haben Ausbildungsplätze gekriegt und dann konnten die ihr Land wirtschaftlich wieder vorantreiben. Also es bringt ihnen ja nichts, von unserem Wohlstand, von unserem generierten Wohlstand sich zu nähren, ja, sondern sie müssen ja versuchen, ihr eigenes Land im Wohlstand leben zu lassen, einfach nur allein schon für weitere Generationen. Weil die können ja auch nicht ihre Kinder die ganze Zeit herholen. Ne? Ihre Kinder müssen selber oder sie müssen selber wirtschaftlich so viel erarbeiten, dass ihre Kinder in ihren Heimatländern auch wirklich Wohlstand generieren können. Das macht man halt nicht. Ne? Warum also, lassen die Leute erst kommen? Warum die verkaufen ihr Haus und Hof und alles und Mutter, Vater, alles? So, ich habe den Julien hier dran, der wollte euch noch einen Tipp geben. Jo, hi, ich grüße euch alle. Ich wollte euch nur, weil ihr gerade diese Diskussion habt mit Deutschland, Souveränität und all solche Fragen und Volk, was wir überhaupt noch für Rechte haben. Ich gebe euch mal einen Tipp. Gestern oder vorgestern war ein Interview zwischen Max Otte, das ist eigentlich ein sehr bekannter Wirtschaftswissenschaftler, und Thilo Jung, das ist ein junger Journalist aus ein sehr kritischer Journalist aus Berlin, der auch immer Videos zu der Bundespressekonferenz macht. Und da sagt der Max Otte ganz klar, weil er auch dem die Frage stellt, sag mal, hier, wir reden ja über Brexit und all so, aber was wäre denn, wenn Deutschland zum Beispiel aus Europa austritt? Und er erklärt ja ganz klar, pass auf, sie haben gar nicht das Recht auszutreten. Und der ist auch inzwischen amerikanischer Staatsangehöriger. Ja, also das ergibt, sagt er in dem Interview. Das ist ein ganz offener Mann und der stellt zu vielen kritischen Fragen auch zu Europa in diesem 1-Stunden-Video sehr viele Aussagen in den Raum, die teilweise als Verschwörungstheorie gelten. Ja, aber der Max Otte ist kein Verschwörungstheoretiker. Aber der Max Otte der sagt auch, dass viele Verschwörungstheorien gar nicht so sind. Ist der Max, war der Max Otte nicht dieser grauhaarige Professor, der mit der Bandbreite auch Mucke gemacht hat? Nein, der hat ein Buch geschrieben, durch das er bekannt wurde, 2006, wo er schon prognostiziert hat, dass in Amerika diese Immobilienblase platzt. Und 2 Jahre später ist das eingetroffen und dadurch wurde er halt sehr berühmt, weil dieses Buch sich dann, ich glaube, 450.000 Mal verkauft hat. Und der wurde, weil der halt auch immer in Talkshows und so auftritt, und der war jetzt halt in Berlin und hat dieser Thilo Jung, ein sehr kritischer junger Journalist, mit dem Interview geführt. Mhm. Und er stellt ihm sehr viele kritische Fragen. Ja, was sollte man investieren? Und der ist halt auch Wirtschaftsinvestor und all solche Sachen. Und der, weil der halt sehr prominent ist, ja, beantwortet er, und der ist halt sehr offen. Und das ist halt sehr interessant, dass der sehr offen Fragen beantwortet und nicht irgendwie verschwurbelt oder so, sondern gerade heraus. Gut. Hast du, kurze Frage an dich, hast du das Ding gesehen, Hagen Grell mit der Bettina Rattertz? Nee, ich glaube nicht. Was war das? Mach mal, geh mal beim Hagen Grell auf den Kanal. Ist das aktuell oder was? Ja, von gestern. Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Ich hatte heute einen Termin in Düsseldorf, und bei mir ist ja auch alles, was so Rechtsangelegenheiten angeht, immer sehr abenteuerlich. Ich hatte halt auch gestern, glaube ich, geschrieben, dass ich hier heute im Ministerium Soziales war, und bei mir ist immer alles sehr abenteuerlich, auch in dieser Rechtsthematik. Deshalb bin ich da halt sehr, sehr tief drin. Und wenn euch das interessiert, müsst ihr einfach mal auch solchen Leuten zuhören, die euch das bestätigen. Die könnt ihr auch als Quelle dann nehmen. Könnt ihr sagen, pass mal auf, guckt ihr doch einfach mal Max Otte Interview an, 1 Stunde, dann kriegst du viele Fragen, auf einmal an, dann wirst du mit Aussagen konfrontiert, die du dann auch mal überprüfen solltest. Und das ist kein Verschwörungstheoretiker. Alles klar. Ja, alles klar. Schönen Abend euch noch. Danke, Julien. Tschüss.
Ja, ich meine, die EU sehe ich ja kritisch, weil ja schon der George Friedman gesagt hat, hier, pass mal auf, wir machen die EU, nee, die NATO war es, glaube ich, ne, um Deutschland drinnen, Russland draußen, nee, Amerika drinnen, Deutschland unten, um Russland draußen zu halten. Und da weiß ich doch schon, wo der Hahn kräht. So, ne, dann hier kommen wir, ne, hier Zweite Weltkrieg wollen wir gar nicht anfangen und so weiter. Wer hat denn hier den Kollegen da finanziert? Das kam doch alles aus Amerika und England, ne? Und das sind doch alles so Sachen, so, wo ich, das sind einfach machtpolitische Strukturen, die da einfach mit reinspielen und die hier gewisse Strippen ziehen. Also, wir können es auch wirtschaftlich gar nicht leisten, aus der EU auszutreten. Wir können es auch wirtschaftlich gar nicht leisten. Wir sind doch ein Exportland. Nee, wir sind die für alle anderen bezahlen. Wenn wir rausgehen, Querstellladen. Aber Entschuldigung, Dom, das sehe ich aber nicht so. Doch, was willst du denn, wenn wir austreten? Wir sind doch ein Exportland. Ja, und nur weil jetzt. Aber keiner nimmt unser Zeug. Wenn Deutschland jetzt aus der EU austreten würde, würde jetzt auf einmal Deutschland dann keine Exporte mehr machen, weil keiner mehr einkaufen würde? Aber oder wie? Wird doch alles viel, viel teurer. Die Leute kaufen doch nicht mehr. Nee, das ist so eine Regel. Ihr müsst das mal, ihr seht das Haus und ihr müsst mal das Ganze drumherum sehen. Soll nicht immer so engstirnig sein, austreten und Grenzen zu. Das ist so nicht so. Erstens mal produzieren wir die besten Güter. Das ist nun mal so. Ja. Das ist so und von uns wird gekauft. So oder so. Ja, und haben wir die Rohstoffe, die wir müssen auch importieren? Ja, natürlich müssen wir auch importieren. Unser Kohle haben wir noch nichts mehr. Kohlebergwerke sind zu. Kohle ist in China billiger, als wir sie hier fördern. Ach, wir haben genug Geld, um aus anderen Ländern zu importieren. Das Ding ist nur, wenn Deutschland aus der EU rausgeht, dann bricht der ganze Laden zusammen, weil Deutschland zahlt für alle anderen mit. 80% zahlen wir für die EU. Ganz genau. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben die 80% an Wirtschaftsleistung und an Geld für uns alleine. Die können uns mit ihren Importen vollschmeißen, da würden uns kaputt lachen. Es geht nur darum, dass Deutschland nie wieder zu so einer Macht wird, wie es in den vor 100 Jahren mal war. Das darf definitiv nicht passieren. Das war schon vom Ersten Weltkrieg, war das schon so. Naja, vor 100 Jahren. Also, ne, vor, ne, also 1912. 10 oder was? Und da hat man schon gesagt, so, nee, pass mal auf, wir müssen diese Idioten irgendwie runterkriegen. Dann wurde die FED gegründet 1913 und dann ging das nur noch bergab, wirklich sukzessive ging es bergab mit diesem Volk halt. Ist halt so. So, und dann hat man irgendwann die EU gegründet, dann konnte man sich sicher sein, komm, wir schmeißen die alle in einen Haufen. Deutschland zahlt für die, dann können wir sicher sein, die werden nicht so eine Wirtschaftsleistung entwickeln. Das war ja gar nicht klar, dass wir so einen Wiederaufstieg schaffen. Das war ja gar nicht klar. Ohne Hilfe hätten wir gestanden wie die DDR. Aber wir waren ja nach dem Krieg, waren wir ja, also 45 Krieg zu Ende, wir waren Mitte der 50er, Anfang der 60er schon. Ja, waren wir wieder oben, aber nur mit Hilfe. Mitgespielt haben. Das heißt, der Plan hat dann ja gar nicht funktioniert. Ja. Wenn der Armee uns nicht unterstützt hätte, erst hat er alles kaputtgeschmissen, dann hat er uns alles wieder verkauft und geschenkt. Wenn der das nicht, dann wären wir gelandet wie in der DDR. Bist du dir sicher, dass er uns das alles geschenkt hat? Ja, sicher. Der Einzige, der damals übrigens auf Wiedergutmachung bestanden hat, war der Russe, ne? Nur mal nebenbei bemerkt. Also ich möchte dazu sagen, dass es ein Geheimabkommen gab, ne, zwischen Roosevelt und Stalin, dass man treibt diese Länder in einen Krieg und in dem ganz kurze Frage, Europa zerstört. Hast du mal eine Quelle für mich, dass ich auch mal nachlesen kann? Liefere ich dir noch. Kriegst du gleich noch. Also ich kann jetzt gerade, ich google es gleich nach. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, ich kenne mich da ein bisschen aus. Also. Ja, aber dann kommen wir mal zur Finanzierung vom Adi. Ne? Adi wurde 1923 stattgelegt. Das weiß wer den finanziert hat. Das waren die Großkonzerne, Das waren Großkonzerne und weißt du, wo IG Farben, IG Farben ist dann erst entstanden, aber Krupp. Krupp, Krupp war auf Platz 18. Genau. Krupp und die Kohle. Das waren die Amerikaner, die sind da. Die Amerikaner und die Engländer, die sind hin, die haben erst Polen, ne, ich komme auf den Namen, die sind erst zu Polen und haben zu Polen gesagt, pass mal auf, Kollegen, wir geben euch die Kohle, ne, und ihr geht nach Moskau, um kommunistische Langzeitstrategie, um diese Kommunisten zu unterdrücken, weil sich langsam in England nämlich der Kommunismus gebildet hat. Und die brauchten etwas, was am Festland sitzt und den Kommunismus platt macht. Dann sind sie nach Polen. Und Polen haben sie Kohle gegeben und haben gesagt, passt mal auf, Jungs, ihr müsst jetzt dort rüber. Und nachdem die Sache total krachend und klirrend gescheitert ist, sind sie 1923, 1924 zu Hitler und haben zu ihm gesagt, Junge, pass mal auf, wir machen dich groß, du wirst der nächste Reichskanzler, du hast von uns hier einen dicken Batzen Geld unter der Prämisse,
dass wenn du an die Macht kommst, du Krieg gegen Russland führst. Und Hitler hat eingewilligt. Und das ist, so fing diese ganze Scheiße erstmal überhaupt an. Verstehst du? Und die ersten 10 höchsten Investoren kamen aus Amerika und aus England. Und von Krupp Dann würde ich mir jetzt zu dem Thema mal wünschen, dass ihr mal 2 Minuten mich hier kurz vorlesen lasst. So. Finanzierung Hitlers und der NSDAP. Als Adolf Hitler im Herbst 1919 seine politische Karriere begann, befanden sich in der Kasse der späteren NSDAP nach eigenen Bekunden 7,50 Mark Pfennig. Da abzusehen war, dass die vielfältigen Aktivitäten der Partei aus den Beiträgen der Mitglieder alleine kaum finanziert werden konnten, bemühten sich Hitler und seine Gesinnungsfreunde von Anfang an um zusätzliche Finanzquellen. Die Abhängigkeit von Spenden, sei es in der Form von Barmitteln oder Sachwerten, war für die NSDAP aus Imagegründen freilich besonders heikel, kamen solche Zuwendungen doch in aller Regel aus den wohlhabenden Schichten der Gesellschaft. Verlässliche Aussagen über die Höhe solcher Zuwendungen sind freilich wegen der schwierigen Quellenlage nur in Ausnahmefällen möglich. Die ersten Förderer Hitlers kamen überwiegend aus dem gehobenen Mittelstand und aus der Bohème, Berlins und Münchens. Einige wenige Großindustrielle wie Ernst von Borsig oder Fritz Thyssen, dessen Spende von etwa 100.000 Goldmark allerdings der nationalen und völkischen Bewegung insgesamt zugedacht war, zählten aber auch dazu. Die politische Aufwertung, die Hitler durch solche Kontakte erfuhr, war indessen oft ebenso wichtig wie ihre finanzielle Ertrag. Nach dem gescheiterten Putsch im November 1923 versiegten mit der früheren Geldquellen. Die Partei war bis Ende der 20er Jahre in erster Linie auf eigene Mittel angewiesen. Mitgliedsbeiträge, weil hier stehen nämlich auch die Zahlen noch leicht drin, Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Gelder aus Sammelaktionen und Einkünfte der Parteipresse. Die Einnahmen, welche die Partei auf diese Weise erzielen konnten, beliefen sich in einem offiziellen Kassenbericht zufolge 1926 auf 114.000 und 1927 auf 104.000 Reichsmark. Umso mehr versuchte die Partei private Spenden zu sammeln. Der Kontakt zu Emil Kierdorf, der in der Ruhrindustrie wichtige Posten begleitet hatte, zahlte sich jedoch zunächst nicht wie erhofft aus. Die Wirtschaft hat nämlich erstmal gesagt, fick dich, wir gucken uns das erstmal an, bisschen Taschengeld, ja, aber sonst gibt es ja erstmal nichts. Erst nach dem Erfolg der Reichstagswahlen vom September 1930 kam auch die NSDAP in den Genuss der von der Industrie zugunsten der bürgerlichen konservativen Partei gesammelten Gelder. Allerdings dürfte sie aus gemeinsamen Spendenfonds von einzelnen Firmen oder Unternehmen kaum mehr als 10-15% der insgesamt an die Parteien rechts von der SPD ausgeschütteten Mittel erhalten haben. Zu den größten Spendern zählte wiederum Fritz Thyssen, der bis Januar 1933 mindestens 400.000 Reichsmark zur Verfügung stellte. Den Löwenanteil ihrer Einkünfte brachte die NSDAP jedoch nach wie vor durch Selbstfinanzierung auf. Mindestmitgliedsbeiträge von 1 Mark im Monat, Aufnahmegebühren, Eintrittsgelder von ebenfalls durchschnittlich 1 Mark für Kundgebungen mit Parteigrößen und anderen Einnahmen summierten sich bei einer Mitgliederzahl von etwa 200.000 im Herbst von 1930 auf schätzungsweise rund 12 Millionen Mark für den Zeitraum Juni 1930 bis Mai 1931. Also 12 Millionen Mark haben die da schon. Nur durch Propaganda. Das ist dasselbe, was hier der hier, also Vorlesung bei der Bank, ne? Ist nichts anderes gewesen. Die zweite wichtige Finanzquelle waren Spenden aus dem Ausland, unter anderem von Sir Henry Ditterding vom Royal Shell Konzern. Einer, ja, genau. Mit Unterstützung der anti-bolschewistischen Kampfes. Da ging es nämlich Förderung eigentlich gegen den Russen damals. Richtig, ganz genau. Und gegen den Kommunismus. Genau, und der Aufstieg der NSDAP wurde also hauptsächlich aus parteiinternen Einnahmequellen und aus ausländischen Spenden finanziert. So, und dann geht's, warte mal, also hier noch so ein paar andere Geschichten. Und interessant ist, bei Gründung der NSDAP, also auch der DAP, Deutsche Arbeiterpartei, also dieser Mist, nach dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1921, 23 anfing, da haben die sich sogar durch Juden finanzieren lassen, durch jüdische Banker. Das sind die amerikanischen Banken. Da sind wir zum Beispiel bei John Foster Dulles und ja. Alan Dulles. Ne? Also die zwei Kollegen. Und Henry Ford war ein großer Unterstützer. Ja, Henry Ford, das greift dort nämlich mit rein. Der war nämlich bei diesen Bankunternehmen versichert, wofür die John Foster Dulles nämlich tätig war als Rechtsanwalt. Da sind Ingenieure von uns hingefahren und geguckt, wie man an Bändern Autos baut.
So, ne? Und also diese ganze Geschichte hier von wegen der Adi war nämlich ein ganz linker Hund. Der Adi war ein ganz linker, dreckiger Scheißhund. Ey. So, du jetzt hast du mal, der Adi war scheiße. Und der hat ganz viele linke Sachen abgezogen. So, ne? Haben die alle damals. Ja, ne? Und zum Beispiel auch hier, wenn ich hier irgendwie schon höre, Rommel zum Beispiel. Rommel war einer der größten Widerstandskämpfer gegen Hitler, also Wüstenfuchs, ne? Der hier den Afrika-Korb geleitet hat. So, der war einer der größten Widerstandskämpfer. Der war mit Stauffenberg und Leber, Julius Leber, zusammen im Widerstand gegen Hitler. Der ist aber der erst später, erst zum Ende. Und was hat der Oberkörper? Nee, nicht erst zum Ende. Nein, Moment mal. Kurz vom Stauffenberg-Attentat. Der Grommel, der ist in seinem Cabrio hier mit Hakenkreuzschaltung, ist der in den Westen gefahren und hat sich versucht, andere westliche Generäle an Land zu ziehen, mit ihnen eine Opposition zu gründen und wurde dann sogar während seiner Fahrt, nachdem das bekannt wurde durch den OSS, dem Vorgänger vom CIA, nachdem es bekannt wurde, wurde er beschossen von einem Jäger, von einem Flugjäger der englischen Luftwaffe. Ne? Und wurde er beschossen, ist dort schwer verletzt im Krankenhaus gelandet. Ne? Und eine Woche später war das Stauffenberg-Attentat. Mhm. Ja? Und 2 Tage später stand die Gestapo bei ihm, hat ihm eine Giftpille in die Hand gelegt und gesagt, Junge, wir wissen alles ganz genau, friss das Ding. Vom Rommel, eine Enkelin ist eine aktive Dampferin, die auch in Dampfervideos zu sehen ist übrigens. Sie möchte das allerdings gerne privat halten, aber ich weiß trotzdem, wer es ist. Ja, nein, wie gesagt, das war halt, ne, man hat halt einfach zum Beispiel hier von Weizsäcker oder vom Weizenecker oder wie der Typ hieß und sowas, ne, den hat man auch in Nürnberger Tribunalen verurteilt zum Tode. Das war ein Widerstandskämpfer. Die Jungs, die haben ihre Hoden dafür ins Feuer gelegt, um zu sagen, wir haben keinen Bock mehr. Wir wollen eine demokratische Regierung. Wir haben keinen Bock mehr auf diesen blöden kleinen österreichischen Spinner. Der kotzt uns nur noch an. Und die haben dagegen gekämpft. Und ein Großteil dieser Menschen wurde bei den Nürnberger Tribunalen verurteilt. Ja, ein Großteil der Widerstandskämpfer. Das ist eine absolute Schweinerei. Da muss ich jetzt echt mal sagen, also nüchtern kann man dich ja teilweise echt gebrauchen. Hä? Ich habe aber schon wieder 3 drin, ey. Nee, das sind einfach nur Sachen. Ich möchte einfach nur, dass das Scheiße gleichmäßig verteilt wird. So ist es. Und ich weiß, wie die Scheiße gleichmäßig verteilt wird. Ne? Und da muss mir hier nicht irgend so ein kleiner, blonderiger Berliner, ich meine, ich bin auch nicht viel größer, aber der muss mir nichts erzählen. Von wegen, hör doch mal, da brauchst du eine halbe Stunde zuhören, da weißt du, dass der ganz nicht mal alle mir geht's so darum, dass wir korrekt über die Geschichte sprechen. Verstehst du? Und dass man nicht irgendwie Menschen frequentiert, die meinen, der Nationalsozialismus war geil, aber gar keine Ahnung davon haben, die überhaupt gar nicht wissen, wie kam es denn dazu? Und weil ich habe, genau. Ne, also mir geht es ja auch, habe ich im Leon gestern auch, genau, auch, hast du auch mitgekriegt, ne? Mir geht es generelle Germanentum, also was ist denn germanisch, also was ist deutsch? Und mir geht es darum, dass wir hier wirklich Meilenpfeiler setzen und auch genau sagen, das ist deutsch, das ist aber unsere Kultur. Ja, aber du machst es dann ja auch so wie ich, du kannst nicht einfach nur den Anfang einer Idee nehmen und sagen, das war gut und das Ende ist dann schlecht, sondern du musst wirklich gucken, was ist davor passiert, was ist währenddessen und was sind die Folgen. Du musst einfach mal 50 Jahre vorne hinten anpacken, damit du überhaupt verstehst, was in dieser Zeit für Weichen gestellt wurden, was hier in Deutschland los war, warum Leute so waren. Wie gesagt, du kannst alles. Ich kann ja auch nicht nur einfach sagen, das waren 8 beschissene Jahre und die Nazis sind alle doof, das mache ich ja auch nicht. Aber ich kann auch nicht alles entschuldigen, was Leute gemacht haben, will ich auch nicht. Aber auch nicht alles verteufeln. Nein, du kannst nicht alles verteufeln, du kannst auch nicht alles entschuldigen. Mir geht es aber darum, dass wir das Scheiße gleichmäßig verteilen. Wir haben alle Fehler gemacht. Keiner von uns, ob das jetzt hier im Hangout ist oder ob das von den Deutschen ist oder von den damaligen Deutschen, keiner von denen wenige von denen haben eine weiße Weste. So. Mir geht es einfach darum, dass wir die Geschichte aufrollen und wir ganz konkret sagen, das und das ist Fakt. Und da möchte ich auch nicht irgendwelche komischen Schwurbelprinzen haben, die mir erzählen wollen, der Adi war der Geilste. Möchte ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Adi, wenn du diese braune Soße da dir anhörst, auch wie die argumentieren, ja, wir haben als Deutsche einen Schuldkult. Und wenn du jetzt mal die Leute fragst, die sowas behaupten, ich meine, ich habe ja wenig Gelegenheit, mit diesen Spinnern zu quatschen, aber wenn du sagst, erklär mir doch mal deinen Schuldkult. Was ist die Auswirkung bei dir persönlich? Was ist die Konsequenz aus diesem angeblichen Schuldkult? Nix. Dann kommt diese Holocaust-Leugnung, ich darf nicht frei reden. Doch, darfst du schon. Du darfst halt nur anderen Leuten die Birne nicht matschig labern. Du darfst keine Dinge behaupten, die nicht wahr sind, aber ich darf auch nicht behaupten, dass Bayer Leverkusen pleite ist. Verstehst du? Also, das ist doch nichts anderes.
Nee, der Punkt ist ja, du kannst den Holocaust nicht leugnen, weil er stattgefunden hat. Genau. Dazu musst du dich mit israelischer Geschichte beschäftigen, weil auch damals schon in Israel Rabbi gab, die gesagt haben, ihr seid von Gott das auserwählte Volk und ihr habt euch eurer Religion so weit entfernt, ihr kriegt irgendwann die Quittung für die Scheiße, die ihr abgezogen habt. Und was war die Quittung? Die Quittung war der Holocaust. In jeder Epoche haben die die Quittung gekriegt, wo sie in Russland gelebt haben, die haben immer die Quittung gekriegt. Im Mittelalter hat man sie verbrannt. Im Mittelalter war das vertrieben. Überall haben sie auf die... Jo, lass mich nicht so weit aus. Und mir geht es einfach nur darum... Um das im Kern, wir verteilen die Scheiße gleichmäßig auf alle Länder gleich und wir stellen ganz klar, dass dieser komische Spacken da, ne, nicht der Heilssegen war. So, ne, definitiv nicht. Es war einfach nur ein großer oder ein kleiner Wichser und mehr war er nicht. Und verstehst du? Und ich will das einfach nur aufrollen. Ich möchte ganz klar einfach nur sagen, so und so, das ist unser Standpunkt. Hier sind wir heute und wir müssen das Beste draus machen. Ja, Insider-Job war mir jetzt dann drunter nur zu hart. Ich bin mir da nicht so sicher, ob er da nicht sogar an die Macht gehoben wurde durch halt gewisse Leute, die vielleicht familiäre Verbindungen zu ihm haben, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Die Wahrscheinlichkeit besteht schon. Ja gut, meine Hamburger halten noch eine Viertelstunde Temperatur, also von mir aus können wir das nicht machen, dann haue ich sie mal kurz durch die Mikro, dann geht's immer noch. Ja, mach den Ofen auf 50 Grad oder was und dann lässt du drin liegen oder das geht auch weiter. Ja, Abstimmung, wer ist dafür, noch ein bisschen weitermachen, dann mal ein Plus drücken, ansonsten fickt euch, dann machen wir Ende. So, jetzt ein bisschen Pronto, wenn ich umbitten darf. Plus. Danny ist noch nicht müde, drück bitte den Plus. Oh, ich wollte. Oh, muss ich jetzt auch noch. Oh, ich muss Danny, kommst du auch noch zu Wort? Ja. Plus. Enter. Aber das German tun, lass doch mal im Moment ganz raus, und das ist eine ganz eigene Sache. Ja, ja, das ist aber, das ist mein Thema so, ne? Das ist genau. Halt, habe ich in Leon schon gestern mitgeschildert. Das ist mein Thema. Das ist, also für mich geht's los ab 78 nach Christus und das ist mein Thema. Alles, was danach kommt. Hier kommt Wurzeln fressen und Baumrinde kauen, mein Thema. Bin ich voll drin. Ne? Reichsruhscheiben auch. Hä? Was? Hör auf mit der Scheiße, oder krieg ich ein Aneurysma, hör auf. Scheiße. Die kommen raus, wenn ich versuche, eine flache Erde zu fliegen. Wir haben ja in der Hangout-Szene einen Neuzugang hier, der Albaner. Das ist ja Chooser, Reichsflugscheibe, Dritte Reichsexperte, Leben. Wo sind die Reichsflugscheibe? Die kommen dann raus, wenn ich versuche, die flache Erde zu erreichen. Oder ja, die sind auch Erde. In Neuschwabenland. Die sind so schnell, die siehst du gar nicht. Wo ist Neuschwabenland? An der Arktis oder was? Wo ist das? Wo soll das sein? An der Arktis, ne? Ja, Bottrop A43 Richtung Ostfriesen, 100 Kilometer hoch und Heidewitzka. Hinter Mond gleich links, direkt hinter McDonalds. Ja, Sauerlandlinie immer runter. Junge, das ist so Verschwörungen, also die sind auch mir völlig undenkbar. Das ist halt einfach so. Ja, aber wo kommt eine, also jetzt ganz egal, welche Verschwörung, wo kommt eine Verschwörung her? Es ist ja meistens wie eine Lüge. Eine Lüge wird meistens zwischen zwei Wahrheiten verpackt. Es ist also wie ein Hamburger. Die beiden Brötchen ist die Wahrheit. Die Lüge ist das Fleisch. Es ist irgendwo dazwischen. Irgendwas ist dran, aber auch wieder nicht. Es ist vielleicht nur die halbe Wahrheit. Also es ist immer irgendwie, also es muss ja irgendwo herkommen. Das kommt ja nicht irgendwo so einen in den Arsch geschoben, weißt du? Das ist die Hoffnung. Das ist immer die Hoffnung, die wir alle haben, dass es besser ist, wie wir wissen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt so ein YouTuber und du kämst jetzt neu hier rein und denkst, boah, mach ich jetzt hier fertig. Und wo du, glaube ich, echt Kohle kriegst und richtig berühmt wird, du musst also wirklich hier nur irgendwie 20 Minuten stumm in die Kamera gucken und dann sagst du, pass auf, ihr werdet mir das nicht glauben. Ich habe einen Engel gesehen, ich habe eine Nahtoderfahrung. Und dann geht das los. Und wenn du die Geschichte ausbaust, dass du mit Engel kommunizierst und du kannst ihn auch beschreiben und dann fängst du an, mit zu den Augen Aura-Bilder zu machen und die für 200 Euro zu verkaufen, denn da ist ja magische Kraft schon drin von diesem Engel. Dann wirst du was. Also wenn du diese Brücke zu diesem Wunschvorstellung im Paradies und das wird schön und du kannst mit deinen Ahnen sprechen, dann kannst du echt was werden. Und 20 Jungfrauen. Guck dir mal abends hier meine Ex, die hat immer zwischendrin Astro TV. Die hat da sogar angerufen, sich Horoskop legen lassen. Und ich denke immer, die kennen die Telefonnummer, die wissen die Adresse, die können über Google Maps das soziale Umfeld abchecken. Die wissen so viel, aber ist ja logisch, dass sie die in die Karten spielen. Die wollen auch nur dein Bestes, dein Geld. Ja, Moment, aber je mehr du dran glaubst, je eher passiert das ja. Das ist ja noch das Irre.
Das ist diese Wechselwirkung aus dieser Wunschvorstellung, die man hat und das, was du dann da selber raus machst, da haben die ja gar nichts mit zu tun, sondern die geben dir nur die Bestätigung, was du hören willst. Ja. Oder verdienen die Hörngeld mit. Muss man gucken, haben sie das Bimmel am laufenden Meter bei denen. Ich muss einfach behaupten, hier, du kannst mit deinem Einhorn sprechen, ihr werdet das nicht glauben. Aber ein Einhorn sprechen, eine gute Sache. Ja, aber so ähnlich machen diese Typen das doch auch. Also hier, der kleine Nazi-Junge aus Berlin, der sagt doch, der kleine Hitler-Junge sagt doch auch hier, er ist doch hier der geistige Vorreiter für die übernächste Generation. Folgt mir. Was meinst du jetzt hier, den My Little Pony-Wichser, oder was? Ja. Nee, sag das doch mal. Das hört sich voll an. Der My Little Pony Wichser. Ja, ich finde, das ist schon grenzdebil, ne? Das möchte ich ganz ehrlich hier nochmal äußern. Das ist für mich schon, also das ist, will ich nicht, möchte ich nicht weiter thematisieren. Der Junge hat eine Psychose. Also ja, meines Erachtens nach hat er eine Psychose und sein Geschwisterteil, der wirklich viele auf der Pfanne hat anscheinend, der leidet darunter enorm. Und mir tut er richtig leid. Aber du bist nicht sein Bruder, oder? Nein. Nee. Aber was ich jetzt nicht. Da ist die Tage ja als Re-Up gekommen, dieses Ding, da haben sie irgendwo letztes Jahr irgendwie zum Geburtstag eine Nutte geschenkt. Und selbst die Alte musste erst strubbelig im Kopf labern. Ja, der hat da gleich was von Büchern. Da hat er gleich Zitate aus Büchern erzählt. Ja, ist er wenigstens drauf auf die Mutter? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die einfach sagt, pass auf, ich hau dir hier Heil Hitler vor die Ohren und du schreist immer, ich komme oder sowas und dann ist er gut. Also so wie die drauf war, hat die nicht drauf gelassen. Ja, die lassen, ich meine, sie kriegt Geld dafür und so, aber ich denke mir, das ist, manchmal macht es denen halt Spaß und manchmal halt weniger. Ne? Wenn jemand die ganze Zeit einen rechten Arm oben hat, dann sieht das wahrscheinlich nicht so gut aus. Naja, man weiß es. Ja. Kannst ja mit Liegestütze verbinden, hast du zwei Arme. Ja, Sport und Salat. Viel Sport und Salat, ganz wichtig, esst euren Salat. Deswegen, deutsche Hamburger bestellt mit extra viel Salat, doppelt Salat drauf, zwei Gurkenscheiben. Der Adam hat sich ja auch auf so einem Discord ziemlich lächerlich gemacht, indem er da gesagt hat, er hat das aus einem Lied gehört und so weiter und so fort. Und die Leute auch zu ihm gesagt haben, so Junge, ey, du bist nicht mehr ganz fit auf der Platte. Aber wo treibst du dich überall rum? Ich habe sogar ein Bild. Ja, ich hab sogar ein Bild von Adam Elfenbein. Ich weiß. Ja, das ist schon ein guter Klotz auf jeden Fall. Und ich kann den von seiner Art her gut leiden. Ja. Aber was mich halt stört, ist, dass er viel zu viel erzählt, was er irgendwo aufnimmt, aber sich dann nicht da richtig damit beschäftigt. Halt. Typischer Nachplapperer. Und so. Und das sind halt Sachen, die stören mich halt einfach so. Ja. Ja. Aber ansonsten kann ich den Adam eigentlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann ihn gut leiden. Ich finde, das ist ein sehr sympathischer Mensch. Gut, soweit bin ich mit ihm noch nicht. Er schreibt mir mal, ich soll mich aufhängen oder sowas. Und das ist jetzt, sagen wir mal, in meiner Tagesplanung. Ja, wir beide hatten mal, das war auch schon vor einem Jahr oder so, da hatten wir da auch mal in einem Hangout oder was, in einem After-Hangout gequatscht. Da war alles schon raus und so. Und dachte ich mir so, das ist eigentlich ein cooler Typ. Ne? Ja, aber pass auf. Aber mit dem könnte ich ein Bier trinken. So. Ja, aber jetzt mal nicht böse sein. Dein cooler Typ war ja hier bei diesem komischen Neuschwurblern, da sind ja heute die ganze deutsche Volksarmee ist da ja aufgelaufen, bei irgendeinem, so eine Truce-Abteilung. Und da schreibt, Orwell, ja, ich kenne genau, den. Genau, da schreibt der Adam Elfenbein, Asgardsson, du hast ja dein Gesicht verloren, wie du unsere NS-Soldaten in den Dreck gezogen hast. Also verstehst du siehst ja ganz klar, welch geistig Kind der Typ ist. Also sorry. Ja, der ist, wie gesagt, der ist sehr extrem drauf, der hat aber auch. Guck mal, der Mann möchte halt gerne im Stechschritt an der Front laufen. Das ist ja, sein gutes Recht, aber er muss uns damit ja nicht reinziehen. Das kann er machen. Im Internet wollen die das alle hier. Aber wenn die mal draußen auf der Straße stehen... Dann könnte sich doch einfach freiwillig für Syrien melden. Der kann doch in Frankreich eine Fremde... Ja, der hat ja keine Wehrdienstausbildung. Dann soll er in Ja, das kann er machen, stimmt. Ja, das kann er machen, ja, das stimmt. Ja. Das ist richtig, ja. Da kann er ballern. Also, wenn sie, richtig, ja. Ukraine kann auch gehen. Ja, Adam, wenn du uns hörst, melde dich bei den Legionären, die nehmen so ziemlich alles, was sie auf dem Ball haben. Nee, die nehmen nicht mehr alles. Doch, du kannst als Fremdenlegionär, kannst du musst heute fit sein, du kannst ja nicht als Halbtoter dahin. Du schaffst die Aufnahmeprüfung. Ja, aber guck mal, der ist schon ein guter Klotz, der hat schon gut Power, denke ich mir. So, ich meine, guck mal, wenn er denn unbedingt mal einen Krieg sehen möchte und wenn er meint, dass das so geil ist, ja, dann soll er halt mal in einen gehen und dann halt einfach mal gucken, ob es ihm so gut gefällt.
Das muss jeder für sich selber. Guck mal, ich habe doch auch kein Problem damit, dass die hier der Meinung sind, sie müssen im Stechschritt zur Arbeit laufen. Das ist mir doch Latte. Aber sie sollen mich damit entnerven oder uns, ne, die das nicht wollen, die sollen sie damit nicht bedrängen. Ne, ich bin ja libertär. Soll jeder machen, was er will. Es ist jedes in seine Entscheidung. Aber mich, wir, uns als Menschen, als Volk, sollen sie damit nicht belasten. Sollen aber, uns aber nicht ihre, den Faschismus aufziehen. Also ihre Strategie ist ja im Moment, alles zu unterwandern und da eben den fröhlichen deutschen Gedanken zu verbreiten. Deswegen sind diese Nazis auch im Moment überall zu sehen. Überall touren die rum und halten ihre Fresse da rein. Und das, ich sage ja, wenn die unter sich bleiben würden, hätte ich ja gar kein Problem mit denen. Aber sie unterwandern uns ja. Das heißt, sie tragen die Seuche zu den Normalen, die da gar nicht mit rechnen. Ja, richtig. Ja, ich denke mir halt auch immer so, dass die alle so eigentlich ganz nette Typen sind. Aber dass die halt vielleicht ein bisschen einen falschen Wind kriegen. Irgendwie. Von irgendjemandem. Ja, nicht, dass es da irgendwo eine Windanlage gibt, die noch keiner kennt. Ah, ja. Die nach rechts drehen. Ja, rechts drehen. Jetzt will in Deutsch näher. Mit rechts drehender Strom. Super. Nee, ich hab mit Faschismus meine Probleme halt einfach. Und ich denke mir halt so, guck mal, wenn du mit Adam redest, der ist an und für sich ein wirklich netter Mensch. Aber der versteigert sich da in irgendwas rein, was er gar nicht so richtig begreifen kann. Ne, und der, ich meine, wenn ich ja schon höre, sagt der Dennis ja auch, ja, hier, Adi, das war unser bester Mann und so, dann weiß ich ja schon, ihr habt keine Ahnung, was ihr da erzählt. Ihr wisst gar nicht, worum es geht und wie das überhaupt zustande kam. Und da rege ich mich auf, da werde ich dann emotional, dann rege ich mich auf. Jetzt kannst du schon mal wieder sparen, ne? 2 Euro in die Kasse. Ihr habt ja keine Ahnung. Aber kannst du mal wieder ein bisschen runterfahren. Ja, kriegst du noch einen Herzinfarkt. Ja, weil ich bin da emotional, weil mich das aufregt, wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Faschismus predigt und weiß ich nicht, das regt mich auf. Weil die können ja alle predigen, was sie wollen, aber die sollen damit keinen versuchen zu überzeugen und zu, ja, richtig, anders, ja, zu machen. Richtig, ja, kann ja jeder, ganz genau. Sagt, so wie ich denke ja auch, denke mir meinen Teil, ich mache da keine Propaganda mit. Du kannst ja deinen Teil denken. Ich habe da auch, wie gesagt, ich denke, wir sind da nicht so weit voneinander entfernt, sofern du da nicht in die Gewaltmethode gehst, dass du meinst, irgendwelche Menschen. Habe ich alles hinter mir. Darum geht es ja. Also, wenn man sich jetzt tatsächlich mal durchsieht, wie das damals gelaufen ist, was die Ideologie war, was die Zielsetzung vom Dritten Reich war. Ich meine, da war ja nicht nur Scheiße bei, sondern das waren ja auch viele Sachen, wo sich damals. Ja, ging auch um Volksgesundheit. Und es ging nachher ja im Prinzip so in den 25, 26, 27, 28er Jahren ja darum, das bisschen Macht, was ich habe, mit Gewalt auszubauen. Das war ja so der erste Baff. Aber das waren aber alle Parteien, das waren auch die, ja, genauso die, auf die Straße. Aber die sind ja dann damals sofort hingegangen, genau, die Bolschewiken hier, die Rotfront und die. Die waren ja, wie gesagt, die waren ja im Prinzip genauso vertreten und prügeln auf der Straße wie diese Hitleraffen. Aber es ging ja wieder nachher, wo die so die Chance sahen, an Macht zu kommen. Da wurden sie wieder korrumpiert, genau wie unsere, die wir in Berlin haben. Das heißt, ab da hält sich der Scheiß wieder nur an der Selbsterhaltungsfrage auf. Ja. So ist das. Ja, Dirk, genau. Dirk Goldnatz, ist klar. Du bist der Bruder vom kleinen Hitler, Dennis, ist logisch. Dann ruf mich an, ich bin Therapeut, ich kann dir helfen. Nee, ist ja vollkommen richtig, aber guck mal, wenn du mal zum Beispiel jetzt so, wir nehmen einfach mal jetzt im Kontext, Amerika und England haben sich gedacht so, ja, also ne, wir brauchen was den kommunistischen Osten halt irgendwie da mal niederprescht, Polen hat versagt, man hat die Typen finanziert und ne, sollte dann Richtung Osten gehen. Aber alle hatten ihre machtpolitischen Interessen, weißt du, die Herr Churchill, nee, wer war es vorher? Alles. Irgendwas mit C auch. Ich komme nicht. Vorm Churchill. Chamberlain. Ne? Der hat sich ja auch gedacht, so, wenn Hitler im Osten ist, dann können wir nach Deutschland gehen. Diese gesamte Spannungslage damals, das heißt, also dieser Ausbruch dieser nationalen Idee, das hätte auch überall woanders passieren können. Das hätte genauso gut in England oder in Amerika oder woanders hier passieren können. Also die. Es war aber auch die Zeit, es war dann noch Weltwirtschaftskrise. Ja. Es war ja weltweit. Das hätte genauso in Amerika passieren können. Die waren ja alle irgendwo radikalisiert in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. In der Zeit. Die waren ja alle im Umbruch politisch, die hatten alle irgendwie Mehrheitsprobleme. Nichts anderes. Aber es sind halt auch viele,
Es ist halt immer wirtschaftlich halt natürlich immer gut, ne? Wenn Krieg ist, ist das für gewisse Länder immer wirtschaftlich besonders profitabel. Und ich sehe halt einfach. Amerika hat eine hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Warum war die Krieg? Genau. Wir konnten ja produzieren und haben dafür noch richtig Kohle gekriegt und Arbeitslosen von der Straße und hinterher bei der Armee. Ja, genau, und so das ist das als ein Aspekt halt. Wenn man sich diese 300 Jahre Amerika anguckt und davon haben die irgendwie 290 Kriege geführt in 290 Jahren, das im Vergleich zu dem bisschen, was wir hier gemacht haben, ist ja eigentlich ein Witz. Das heißt, du hast ja eine komplett auf Krieg programmierte Nation da rumsitzen. Die ballern ja überall rum. Und wir Deutschen, ich kann mich erinnern, zweimal ist es, glaube ich, ne? Zwei Kriege haben wir hier weg. Und dann die ganzen kleinen. Davor noch deutsch-französischen Krieg. Ja, gab es dann. Genau, ja, den deutsch-französischen Krieg gab es doch hier. Ja. Elsass da unten, richtig. Richtig, ja. Und, aber was ich, also guck mal. Warte, ich mache. Aber bitte, mach weiter. Ich mache einen Völker, zum Beispiel nehmen wir mal zum Beispiel jetzt, um ein bisschen weiter zurückzugreifen, die Erschließung des amerikanischen Kontinentes. Ne? Da hat man ja Indianer niedergerottet. Und das ist für mich einfach ein Völkermord. Ne? Also ich mache einen Völkermord nicht daran fest, ob jetzt 10 oder 15.000 sterben oder 6 Millionen. Ein Völkermord ist ein Völkermord. Ne? Und ob da jetzt 5 oder 6 oder 7 Millionen sterben, das ist total egal. Aber es wird hier immer nur auf unserem Völkermord rumgeritten. Also wir sind immer die Bösen. Und das impliziere ich jetzt als Schuldkult, wo man sagt so, ja ihr seid doch die Arschlöcher, ihr habt das doch gemacht. Nee, Moment mal, Kollege. In Spanien, ne, da gab's Völkermorde. Es gab in Amerika Völkermorde. Es gab in Deutschland sicherlich den größten und den widerwärtigsten. Aber auch Gulags, ja. Wenn ich tausende Menschen in Gulags stecke, ja, was Stalin gemacht hat und sowas, das ist ein Völkermord. Oder wenn ich wie Mao sage, so gehen halt mal 30, 40 Millionen an Hunger von meinen Mitmenschen drauf. Hey, das ist ein Völkermord, quatsch mich doch nicht voll und so. Aber darüber redet keiner. Es redet immer nur alle davon, ja, ihr Deutschen, ihr habt doch. Und das ist für mich der Schuldkult. So. Leute, pass mal auf. Erstens mal, ich habe gar nichts gemacht. Ne? Ich wäre in der Widerstandsseite gewesen. Ich hätte neben Rommel gestanden, hätte gesagt, weißt du was, gib mir die Scheißpelle, ist mir scheißegal. Und das ist der Punkt. So, ne? Und das impliziere ich mit Schuldkult. Und wenn ich mir heute die Geschichte angucke... Aber den Schuldkult, den reden wir uns selber ein. Wenn du im Ausland warst, im Ausland, ja, da redet keiner mehr von dieser Zeit. Die Deutschen sind überall gut angesehen, in den meisten Ländern. Ja, die Deutschen sind sehr gut angesehen in den meisten Ländern oder in fast allen Ländern. So. Aber der Punkt ist, dass man... Schuldkult, der wird uns hier eingeredet. Von den eigenen natürlich. Leuten, von den eigenen Regierungen, nicht vom Ausland. Ja, aber Tom, das liegt ja auch zumindest zu einem daran, dass man die größten Widerstandskämpfer, also Generalfeldmarschall Rommel, ja, das war das intelligenteste Militärgenie, was die Deutschen jemals hatten. So, ne? Und der Typ, den hat man niedergemacht und auch andere Widerstandskämpfer in Nürnberger Tribunalen verurteilt, weil man halt keine Menschen, dann hatte man keine Menschen mehr, die die Hand gehoben haben und gesagt haben, Jungs, wir waren dagegen. Und man hat ja sogar noch in der britischen und amerikanischen Presse groß getitelt, ja, und die Verräter, die wurden hingerichtet. Die Verräter, die hingerichtet wurden, das waren die Widerstandskämpfer. Also Leute, besinnt euch mal bitte. Ne, also die Menschen, die wirklich gesagt hätten, hey, haltet die Fresse, wir haben uns dagegen gewehrt, bis aufs Letzte, bis zum Tod. Die wurden alle hingerichtet und so konnte man Deutschland in eine kollektive Schuld führen. Und das wird bis heute durchgezogen, diese Nummer. Ich führe sie nirgendwo hin. Aber warum haben wir nur diesen Schuldkult? Ich meine, wenn man bedenkt, zum Beispiel, was die Einwanderer den Indianern angetan haben in Amerika. Oder Stalin, 30 Millionen Tote und so weiter. Ist der Schuldkult bei uns nur entstanden, weil wir, ich sag mal, oder halt das Land, was vor uns da war, sage ich mal, wir sind ja nicht mehr in dieses Land, es, ich sag mal, fabrikmäßig gemacht hat. Ist es nur deswegen, weil... Nein. Aber wenn du mit, was weiß ich, 1000 Geschützen an der Front 36 Stunden nonstop schießt, ist das nicht auch fabrikmäßig? Das war im Ersten Weltkrieg auch fabrikmäßiger Völkermord. Giftgas einsetzen, ist das auch nicht fabrikmäßig? Das ist doch alles. Die Absicht, der Julian nochmal, aber die Absicht ist ja, möglichst viele zu töten von Gegnern. Das ist doch fabrikmäßig. So, Julian. Aber das ist Krieg. Hey, entschuldig bitte, aber ey,
Thorsten, ich höre das ja schon, ich höre das regelmäßig immer. Ich höre nochmal an diesen Schuster, der ja gerade bei euch ist. Der hat ja im Prinzip recht, dass es überall solche Sachen gab. Das Problem ist aber, ihr beschäftigt euch alle nicht im Detail damit. Ihr müsst euch anschauen, was das war. Eine systematische Auslöschung von Leben gab es in dieser Dimension vor dem Nationalsozialismus nicht. Das heißt, man muss sich wirklich anschauen, was heißt es überhaupt, was dort passiert ist. Und das ist die absolute Hölle auf Erden. Da geht es nicht darum, dass hier 200 Indianer abgeschlachtet worden sind, was schon schlimm genug war. Und da gab es immer Soldaten, die gesagt haben, was habe ich hier für einen Scheiß gemacht? Im Nationalsozialismus war das alles nicht mehr aktiv. Da haben die Leute gemordet nach System, nach Plan, um zu vernichten. Das ist eine ganz andere Dimension und es war in dieser Form noch nie vorhanden auf dem Planeten. So ist es. Und das ist etwas absolut Gefährliches, wenn wir sowas haben. Und das ist schon mal hier passiert und vorher noch in keinem anderen Land. Das ist das Problem. Genau. Das gab es vorher in dieser Form nicht. Genau. Konzentrationslager gab es schon vorher. Ja, das ist richtig. Da wurden aber vorher nicht systematisch Leute in dieser Dimension ausgelöscht. So, es geht also hier um Auschwitz, um eine Zahl. Also als das Ding richtig rund lief, haben die 10.000 am Tag weggemacht. Ja, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Das ist doch eine andere Dimension als zu sagen. Natürlich, das ist immer, Morden ist immer schlimm und das, Gewalt gibt es seit Menschengedenken. Das ist schon schlimm genug, aber diese Dimension, diese Potenzierung ist schon so unvorstellbar, ja, dass man das nicht nochmal haben will. Und deshalb muss man sich anschauen, was dort passiert ist, konkret. Nicht nur einfache Zahlen, sondern einfach nur, wie ist diese Systematik? Und dann wirst du sehen, das ist schlimmer als jeder Horrorfilm, den du jemals gesehen hast. Danke, alles klar. Das kann man fühlen, wenn man sich diese Einzelfälle anschaut. Aber nicht, wenn man sagt, da sind jetzt 6 Millionen oder 100.000. Damit kannst du nichts anfangen mit der Zahl. Du musst dir diese Systematik anschauen und erst dann begreifst du den Horror, der dahinter steht. Alles klar. Danke für den Anruf. Da habe ich übrigens auch nochmal so einen Hinweis. Ich lese ja auch sehr viel. In Auschwitz ist es zum Beispiel gewesen, in diesem Kamin, wo die Leichen verbrannt wurden, bevor die Amerikaner und die Russen kamen, gab es einen Befehl, die Verbrennungsrückstände des menschlichen Fetts aus diesen Kaminen zu entfernen. Da hat es also an allen vier Seiten in diesem Kamin eine 40 cm dicke Schicht aus Fettresten von menschlichen Verbrennungen gegeben. An jeder Seite 40 cm, musst du dir mal überlegen. Ja, ich hab da auch mal was gehört von, da gab es wohl so einen ganz besonders sadistischen Typen, der hat direkt in Auschwitz oder in Buchenwald, Dachau, irgendwo hat er gewohnt, direkt im Haus und er konnte von seinem Balkon auf dieses... War halt das so ist sadistisch. Bei Schindlers Liste gelaufen. Du meinst Amon Göth. Ja, genau. Der hat auf die geschossen. Also der ist dann hier morgens raus und hat sich seine Karabiner genommen und hat gesagt, ach, pass mal auf hier. Den klippe ich mal um und sowas. Ne? Und das ist schon sadistisch. Das ist Sadismus. Das ist eine psychische Störung. Ja, aber stell dir mal vor, du hast diese psychische Störung und du bist jetzt einer von diesen Typen, der da unten rumhängt. Gut, dann machst du bumm, bist du tot. Aber der ganze Rest, der da weiterlebt, weiß, ich komme auf jeden Fall dran. In dem Moment, wenn ich ein Alter habe, einen körperlichen Zustand habe, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, ich brauche nur einmal einen Fehlfall. Ich brauche nur einmal falsch gucken. Das heißt, für die anderen war morgen auch schon wieder wie für uns ein Jahr in der Planung. Die waren froh, dass die den Abend erreicht haben, ohne umgelegt zu werden. So musst du mal. Ja, auf jeden Fall. So musst du mal 6 Monate oder ein Jahr in so einem KZ verbringen. Ich glaube, da hast du richtig Spaß. Nee, Beruf, Alter. Ja, wenn die Tür aufgeht und du weißt nicht, was jetzt passiert. Ja, das ist auch so, auch die Gestapo war ja zum Beispiel auch gegen Widerstandskämpfer von Hitler genauso. Also, ne, die sind gekommen, die haben gesagt, hier, pass mal auf, Kollege, wir haben dich hier in der Akte und du hast hier mit dem und dem Kontakt gehabt und ja, aber, ja, nix, aber, ne, und dann hier die Luger raus und dann weg. Da gab es keine Diskussion, die haben sich weggeballert, das war dem scheißegal, Alter. So. Da weiß ich nicht. Das hat aber bei den Amis gehabt, die gegen die Regierung waren oder bei den Engländern genauso. Also das darfst du jetzt nicht nur aufs Deutschland verteufeln. Du kannst dir im Prinzip alle eroberten Länder angucken. Da gab es ja diese Widerstandskämpfer und für jeden gefallenen Deutschen, der von einem Heckenschütze erschossen wurde, haben die einfach die nächsten 50 Mann genommen, aufgehangen, irgendwo erschossen, alles möglich, weg damit. Das haben die hochgetrieben bis 1.000 Mann teilweise. Die haben ganze Dörfer ausgelöscht, einfach so. Ja, es ist eine ganze Menge Schweinerei, aber zu der Zeit gelaufen. Aber es geht halt nur darum, dass nicht, also alle waren Arschlöcher. Da gab's eine Geschichte, ich habe das auch in diesem Buch, da gab's ein Dorf, da gab's also, wie gesagt, irgendwie, ich meine, das war Richtung Polen. Und
da haben irgendwelche Widerstandskämpfer auf deutsche Soldaten geschossen. Da sind die in das nächste Dorf rein, haben sämtliche Männer und erschossen, Frauen und Kinder in der Kirche, haben die Türen zugenagelt und haben die alle verbrannt. Und jeder, der raus wollte, haben sie erschossen. So eine Dinge haben die gemacht. Ja, ja, das ist schon, das ist halt großartiges Verbrechen, das ist halt einfach so. Das ist einfach grausam und... Ja, ja, aber das hieß ja, selbst als Unbeteiligter, ohne zu wissen, dass also irgendeiner auf die geballert hat. Das heißt, da kommen jetzt deutsche Soldaten, du gehst davon aus, gut, wir sind im Krieg, wir sind jetzt besiegt, passiert nichts und plötzlich 3 Minuten später... Ja gut, aber man muss auch dazu sehen, wenn sie Partisanen, die waren ja auch nicht gerade sanft. Gut, aber wenn ich Soldaten... Ich sag mal so... Moment, aber wenn Soldaten aufeinander aber, sind die Regeln... Ja. Ne? Aber Partisanen waren keine reguläre Armeen und keine regulären Soldaten. Das waren ja. Zivilisten mit bewaffneten Zivilisten. Ja. Ich konnte bei denen gar nicht sehen, dass die. Es gibt im Völkerrecht und im Kriegsrecht gewisse. Ja, aber wie gesagt. Klauseln. Aber das wollen wir auch nicht vertiefen hier, weil das kommt von Höppchen auf Stöckchen. Ja, aber trotzdem wurde ja im Zweiten Weltkrieg massiv auch eben die Zivilbevölkerung da halt bombardiert. Ja, ja, Kollateralschäden, das war kein Problem. Churchill hat ja auch selber gesagt, so, ich führe keinen Krieg gegen Hitler. Oder nicht Churchill war das, war ein Sprecher von ihm. Ich führe keinen Krieg gegen Hitler, ich führe Krieg gegen die deutsche Bevölkerung. Ja. Und das, dann, na, es ging ihnen gar nicht darum, dieses faschistische Regime zu stürzen. Ach, du meinst, es war Harris. Ja, ja, das war der Luftgeneral, der das ausgeführt hat, der in diesem Bomber Harris wurde aber, soweit ich weiß, nach dem Krieg dann aber auch sehr heftig kritisiert. Also das war jetzt nicht so. Aber unterbunden haben sie es auch nicht. Nein, es ging darum, was Churchill gesagt hat, dass Churchill schon in einem Statement, in einem öffentlichen Statement gesagt hat, so, wir wollen gar nicht die faschistische Regierung stürzen. Wir wollen das nationalsozialistische Regime aufrechterhalten. Wir wollen nur die Leute bumsen. In welchem öffentlichen Statement? Das liefere ich dir nach. Ich schicke dir das per Mail. Wie der Pressesprecher hieß, Churchill direkt hat das nicht gesagt. Das wird Churchill immer angehängt. Churchill hat es aber nicht gesagt. Das war sein Pressesprecher oder sein Adjutant oder sowas war das. Und der hat gesagt, so, wir führen keinen Krieg gegen Hitler. Wir führen Krieg gegen die deutsche Bevölkerung. Ja, oder gegen das deutsche Volk. Und das ist ja ein absolute bodenlose Frechheit, sowas zu sagen. Ja, das kann ich bestätigen. Ich kann das leider nicht mit einer Quelle jetzt gerade in dem Moment bestätigen. Ich liefere das. Aber ich habe das auch gehört von mehreren Quellen. Ich kann dies aber jetzt auch leider nicht gerade bestätigen. Da musst du nicht. Nee, das war, den meisten wird es immer gesagt, so, ja, das war Churchill, der das gesagt hat. Das stimmt aber nicht. Das war Churchills Adjutant, also Churchills rechte Hand, also der immer mit ihm da halt rumgefuscht hat und so. Der hat gesagt, so, wir führen keinen Krieg gegen Hitler. So, ne? Sondern es ging halt einzig und allein darum, halt Deutschland klein zu halten, weil viele damals gedacht haben, so, ach, so ein kleines Land und die Ostfront und hier Frankreich 2 Wochen und wie machen die blöden Idioten das? Und keiner konnte sich das so richtig erklären. Und es ging einfach nur darum, halt Deutschland einfach in die Steinzeit zurückzubomben, ey. So das ist es. Ist doch egal, ey. Wenn ich kurz mal... Ja, bitte. Dazu. Also erstmal... Ich meine, ich höre ja solche Diskussionen des Öfteren auch aus vielen anderen HOs und das Problem ist einfach, Kriegsverbrechen wurden von allen Seiten begangen. Richtig. Und Krieg schreibt seine eigenen Regeln. So böse, wie sich das jetzt anhört. Ob jetzt ein Soldat einen Zivilisten erschießt, eine Frau vergewaltigt, Krieg schreibt seine eigenen Regeln. Und ich denke, ich bin auch gegen diesen Schuldkult, aber man sollte nicht vergessen, was gewesen ist. Wir sollten mit unserer Vergangenheit abschließen, es aufarbeiten, aber wir müssen auch jetzt nicht deswegen jetzt kollektiv uns selbst geißeln und sagen, jetzt müssen wir dafür den Weltwohltäter spielen. Aber da bin ich auch konsequent dagegen. Aber um mit etwas abzuschließen, muss man es erstmal kennen. Das ist es ja eben. Das Problem ist, wenn du dir mal die heutige Schulzeit anguckst, das war in meiner Schulzeit auch so, Geschichtsunterricht und Aufarbeitung, das ist eine Farce. Das ist eine reine Farce, ist das. Das ist hier nur was Hingeschissenes. Hier lest den Dreck, macht ein Referat und dann gut. Wir machen heute Klassenfahrt nach Auschwitz und dann war's. Alles klar, Bernhard. Ja. Ich würde auch sagen, also ich muss jetzt meinen Hamburger essen, dann ins Bett. Ich habe ja gesagt, bis 9:30 wir noch durch. Und dann ziehen wir jetzt auch den Stöpsel. Wenn ihr wollt, ihr werdet schon noch irgendwo einen finden, der noch einen noch nachhaut. Ja, lass den Champburger schmecken. Ja, aber ich muss, wie gesagt, gegen 5 aufstehen, wenn es klappt. Das so, wird dann mal guten Hunger, Volker. Alles klar, wir sehen uns morgen Abend. Tschüssi.